Wir nehmen das jetzt einfach mal auf, mal schauen, ob wir es reinstellen. Das ist also ein freies Gespräch. Ich erkläre jetzt einmal den Geist, der sich das Gespräch ausdenkt. Dass die sogenannte Raumkrümmung eigentlich letztendlich nur eine extrem verkomplizierte Beschreibung der Camera Obscura ist. Ich tue jetzt, das ist ein kleines Geschmier an Zettel, man spricht in der Physik von Flächenräumen, wo die Räume gekrümmt sind und dann kann man irgendwann einmal, ohne jetzt da ins Detail zu gehen, setzt sich Grundwissen voraus, dass man sagt, wir sind hier, das ist jetzt schon ein Punkt, den wir uns ausdenken und hier ist meinetwegen irgendein Planet, der ist jetzt 10 Millionen Lichtjahre entfernt. Das heißt, selbst wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit reisen würden, in der normalen Vorstellung von Physik, dass Licht sich durch Raum und Zeit, die Photone, eine Rakete, die so schnell fliegt wie ein Photon, dann würden wir 10 Millionen Jahre brauchen, um von hier nach hier zu kommen. Und jetzt kommen wir die vielen Widersprüche, das ist alles jetzt Hirnwichserei. Prinzipiell, wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, fällt alles in einen Punkt zusammen und es ist hier. Das heißt, genau genommen ist, dass das, was wir uns jetzt 10 Millionen Lichtjahre woanders hindenken, ist diese Information, die sich hier und jetzt befindet. Das ist hundertprozentig sicher. Es ist, alles scheitert an Bruch des zweiten, ersten Gebotes. Sagst du mal, du machst dir ein Bild von dir selbst. Dadurch hast du auch panische Angst, dass du das, an was du denkst, wenn du an dich selbst denkst, diesen Körper verlieren könntest, der ja nicht existiert, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Und ich betone immer wieder, das ist hundertprozentig sicher. Und dass Sachen, die du dir woanders hindenkst, dass die dort sind und du damit nichts zu tun hast. Das heißt, du lebst in einem Wahn von Affen, die geistlos nachäffen, dass die mit dem, was sie sich selber ausdenken, nichts zu tun haben. Egal, was du dir ausdenkst. Es ist, weil du es denkst und es ist hier und jetzt deine Information. Das ist hundertprozentig sicher. Und wenn du das jetzt als Brösel und der Brösel in der menschlichen Ebene, blau gelesen, in einem Gespräch zur Ansprache bringst und es wehrt sich irgendeiner gegen diese Erkenntnis, solltest du irgendwann einmal langsam wach werden und begreifen, dass das wirklich nur geistlose Figuren in deinem Traum sind, Gedanken von dir sind, diese Menschen, auch wenn es sinnlich wahrgenommene Informationen sind. Die sowieso keine Überlebenschance. Okay, aber ich komme jetzt einmal zur Camera Obscura. Das heißt jetzt definitiv, du denkst jetzt einfach einmal mit, dass die Physik dir vorschreibt, diese vollkommen falsch verstandene allgemeine Relativitätstheorie von Einstein. Und ich betone nochmal, ich bin auch Einstein. Ich, oder ich war. Es ist relativ. Ich bin all die Bücher, ich bin all die Figuren. Darum heißt es in, ich bin nur, ich habe in diesem Leben zwar viel entdeckt, aber was ich entdeckt habe, ist das, was mir eingefallen ist. Und das, was mir einfällt, kriege ich immer von UB. Das heißt von mir selber, wenn du die vier Stufen des Ichs verstanden hast, dass ich da elementare Fehler in die Welt gesetzt habe, wo sehr, sehr viele, die geistlos nachäffen, dem auf den Leim gegangen sind. Ich sage, egal was einer behauptet, der hat recht, aber der hat nur ein bisschen recht. Darum ist das mit der Raumkrümmung auch ein bisschen richtig, aber es ist extrem irreführend. Das führt dich in die Irre. So wie die Planeten, die sich angeblich um dich herumdrehen. Plane heißt Irrläufer. Und jeder Mensch, der glaubt, er läuft durch Raum und Zeit, wenn er VR-Brille aufhat, in der sich ständig die Bilder wechseln im Jetzt. Darum sagt man, ich setze dich in Bewegung. Es ist dann auch eine Entstehung. Das heißt, die Vorsilbe End machen wir mal die Phase, das Stehende wird aufgehoben und durch die Entstehung beginnt sich was zu bewegen. Aber durch einen ständigen Wechsel von Bildern im Hier und Jetzt. Beilet er heißt im Kind erweckt, beziehungsweise erwacht. Wichtig sind die Ecken. Auch das schöne Wort im Neuen Testament, in der Übersetzung wird immer gesprochen von, sie sind entschlafen. Aber das heißt dann eigentlich, dass sie wach werden, wenn sie entschlafen. Also gut, ich zeige dir jetzt nochmal die Sache mit dem Wurmloch, wunderschön dargestellt in dem Film Inceptions. Interstellar, Entschuldigung, in dem Film Interstellar. Interstellar. Stehen. Im Stern. Und jetzt denk an unseren Tetraederspiegelkristall mit den zwei Tetraedern, hüben drei und drüben drei, die sich übereinander schieben und dieses Licht im Zentrum, das um sich herum unendlich viele kleine Lichter spiegelt, die letztendlich nur gespiegelte Facetten von dem ersten Licht sind.
Jetzt ist es also so, dass sich der Raum ja angeblich krümmt, den wir uns jetzt ausdenken. Ich mache das, und um das darstellen zu können, wird in der Physik, in jeder Universität, jeder Professor, den wir uns jetzt ausdenken, wo ich sage, es sind geistlose Affen, die nachäffen, ihren Schülern dieses Wissen weitergeben, das sie von ihren Lehrern haben. Weil egal, was du behauptest, ich betone nochmal, es ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Egal, was in deinem Traum dir jemand erzählt, als sinnlich wahrgenommene Information, als Pixelmännchen oder in Form von Worten, weil du eine Internetseite oder Buch aufmachst. Was sich auf den Makrokosmos oder auf den Mikrokosmos oder auf eine Vergangenheit bezieht. Ich habe gesagt, es ist vollkommen austauschbar. Was meine ich damit? Du kannst behaupten, was du willst. Noch nie hat einer den Mikrokosmos gesehen. Keine Atome, keine Quarks, keine Elektronen, die sich durch ein Kabel durchbewegen mit Lichtgeschwindigkeit. Noch nie hat eine elektromagnetische Wellen gesehen oder Licht gesehen. Es hat auch noch nie einer irgendwelche Sonnensysteme gesehen, dass sich da irgendwelche Kugeln um irgendwelche größere Kugeln, die wir Sonne nennen, rumdrehen. Du kannst das nicht sehen, nicht einmal das heliozentrische Weltbild oder die Erdkugel. Wenn du das zur Anschauung bringst, ist es wieder ein Foto, ein Film, eine Computeranimation. Dasselbe gilt für Viren oder DNA oder Bakterien oder egal, was du dir ausdenkst. Sobald du aus dem mesokosmischen, sprich sinnlich wahrgenommenen Bereich herausgehst, gedanklich, baust du Vorstellungen auf, die du geistlos nachäffst, die auf Wissen aufbauen. Auf geistlos nachgeäfften Wissen, das als symbolisches Ding an sich, Symbolein zusammengeschmissen in einem Punkt, einen unendlich tiefen Wert hat von Wissen. Ja. Ich kann immer wieder wiederholen, ob dir irgendeiner was von der Vergangenheit erzählt, von einem Jesus oder von einem Mohammed oder von Neandertaler oder Dinosaurier. Das hat nie einer, jeder äfft es nur noch. Das Makrokosmische, das Mikrokosmische und die Vergangenheit. Und wenn du das jetzt, diese Vorstellungen, die du vom Hörensagen kennst, dieses Programm in deinem Kopf wiederum als Vorstellung verwirklichst, hast du ein riesengroßes Problem, weil du vergessen hast, dass du der Schöpfer bist, der aus einem gewissen winzigen Wissensbereich eine Vorstellung herausschöpft. Im Anfang ist das Programm und das macht die Bilder in dir. Und jetzt machen wir ganz normal, weil das sind die eigentlichen Ansätze. Und jetzt machen wir ganz normal dieses Spiel nochmal mit den Flächenräumen. Da kann man sehr intensiv in die Physik gehen. Stephen Hawking und Roger Penrose haben da Riesenwerke verfasst, die reines Holo-Feeling sind, wenn ich das mit dir durcharbeite. Auch die ganzen Formen stimmen. Aber jetzt kommt schon diese Hirnwichserei, wie ich das als Brösel-Udo nenne, wenn sie dann von Flächenräumen, um das sich vorstellbar zu machen, denkt man, lässt man eine Dimension weg. Man denkt sich den Raum als eine Fläche und dann spricht man von singulären Mannigfaltigkeiten. Das ist ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich selbst, wie das Wort historische Fakten oder ein schneeweißes Schwarz. Das ist jetzt aber nicht, dass da was negativ von mir bewertet wird, sondern das sind die zwei Seiten mit dir, positiv und dir negativ. Das eine gibt es nicht ohne das andere, gilt auch für gesund und krank. Oder Wellenberg und Wellendal. Das ist diese kleine Metapher, wenn du wirklich verstanden hast. Die Frage, ist jetzt eine Welle, ein Berg oder ein Tal? Wenn du meinst, eine dieser Antworten, ja, der Berg oder die Welle ist das Tal, hast du diese Kollektion dieser zwei nicht verstanden. Und wenn ich dich jetzt frage, ist eine Wohnung eigentlich eine normale deutsche Wohnung, eine Küche, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer oder ein Klo? Das ist dasselbe Doofe, bloß in einer Dimension höher gedacht. Ich muss wissen, was eine Kollektion ist. Und dann muss ich wissen, was eine Spiegelung ist. Ja. Darum spreche ich ganz kurz, schiebe ich nochmal rein mit Corona. Du hast erst einmal Menschen, die du dir ausdenkst, die du bewertest. Wir bleiben nochmal bei Impfbefürwortern und Impfgegnern. Ich zeige dir jetzt einmal, ich hole es nicht extra her, unsere Zeitung, das Vokabular, es ist bei dir ähnlich, je nachdem, wenn du dich jetzt in diesen Traum einklingst. Dass ich immer sage, die einen sind die Guten und die anderen sind die Schlechten, es sind erst einmal beide Honks. Es sind von dir ausgedachte Antagonisten, Figuren in einem Traum, die nicht anders sein können, wie du sie träumst. Ja. Aber jetzt kommt eine eigenartige Spiegelung. Und wenn wir zwei, wenn zwei sind, müssen wir vier haben, bei vier müssen wir acht haben. Ich sage immer wieder mit diesen Perspektiven, die sich hochspiegeln, weil wir für jedes Bild eine Ursache brauchen. Im Klassischen, in meiner Metapher, jedes normale Bild hat ein
positiv hat ein negativ, was wir austauschen können, wie das rechts und das links. Und das sieht man jetzt recht schön. In unserer Nürnberger Zeitung, in den Nürnberger Nachrichten, ich rede jetzt wieder auf der Brösel-Ebene, ein wunderschönes Bild. Gestern eine Demonstration, eine Reihe von Polizisten und eine Gegendemonstration von Impfgegnern. Und es ist darum gegangen, dass man endlich diese rechtsradikalen Spaziergänger, diese Impfleugner und Corona-Leugner, muss man ausrotten. Die Impfgegner auf der Seite laufen ganz einfach normal spazieren. Auf der anderen Seite halten sie Schilder hoch, die Impfbefürworter. Ein Schild Impfen ist Lieben und verbietet endlich diese rechtsradikalen Fanatiker auf dem anderen Schild. Sie meinen damit die Impfgegner. Was denen noch nie aufgefallen ist, was ich jetzt behaupte, all diese Leute, die als Impfgegner und Corona-Leugner beschimpft werden, praktisch keiner von denen ist ein Gegner der Impfung. Die sagen, jeder kann sich impfen lassen, der meint, es tut ihn gut. Sie sind dagegen, gegen eine Zwangsimpfung, dass an das vorgeschrieben wird. Es ist ein Riesenunterschied, wenn ich sage, das sind Impfgegner oder Impfleugner, wie man das definiert, oder Corona-Leugner. Es leugnet übrigens auch keiner davon Corona als Ding an sich. Also die Wörter sind schon verkehrt, aber was ganz interessant ist, das ist diese Tatsache, diese rechtsradikalen Fanatiker kann sich ausgerottet. Jetzt ist es hochinteressant, dass die, die das behaupten, wissen eigentlich gar nicht, was sie mit dem Wort rechtsradikal definieren. Das beziehen wir in unserer Schulbildung, in unserer Programmierung auf Nazis. Aber ich kann immer nur darauf hinweisen, genau die Nazis sagen doch, die kann weg, das sind Netzbeschmutzer, die dürfen in Läden nicht mehr rein. Ganz interessant, Weißenburger Landratsamt in Bezug auf meine Frau, die Formulierung, dass man möglichst schnell versucht, die Nicht-Geimpften aus den Krankenhäusern zu entfernen. Sätze für Nicht-Geimpft, ganz einfach Juden. Ja. Auch wenn das denen nicht passt, das ist aber das, was ist. Und es spitzt sich jetzt zu in unserer Endzeit. Und wir haben immer die zwei Seiten. Und jetzt kommen wir hier. Das müsste jetzt irgendwann einmal durch sein für dich. Und nochmal, es geht mir nicht, dass du von der einen Einseitigkeit in die nächste wechselst. Das ist keine Entscheidung. Du hast nie eine Entscheidung. Wir sind wieder Kategorie 2 Frage. Ist jetzt eine Welle, ein Berg oder ein Dorf? Deshalb habe ich dir das erzählt. Ja. Das Corona-Thema ist für mich schon längst abgehockt. Die Frage ist, wer denkt sich diese zwei Seiten aus? Genau. Das ist die Entscheidung, zu begreifen, sich nicht den Kopf zu zerbrechen, den man sich ausdenkt, den kaputt machen. Soll ich jetzt ein Impfbefürworter oder ein Impfgegner sein? Sondern diese widersprüchlichen Seiten eins zu machen. Ich bin doch der sich beide ausdenkt. Ja. Ich erkläre das ja nur den Geist, der uns jetzt ausdenkt. Und uns ist zuerst einmal das Jude IZH und das JCH. JCH ist der Formbücherregal, der dich das jetzt denken lässt, das bin ich, UB, und ICH bist du, der du dir das auch ausdeckst. Ja. Und die Spiegelung haben wir jetzt hier in den Flächenräumen. Das heißt also, wenn ich jetzt mir das vorstelle, und jetzt ist ja der Raum gekrümmt, und man in der normalen Zeichnung, man sieht es schön in Interstellar, wird es etwas besser, ich halte es einmal so auseinander. Wir gehen einmal davon aus, von hier nach hier sind 10 Millionen oder 1 Million Lichtjahre. Das heißt, eine Million Jahre müsste ich unterwegs sein, um nach hier zu kommen, würde ich mich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Bloß wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, fällt es in alles in einem Punkt zusammen. Es ist hier und jetzt. Und wenn ich jetzt das so mache, wird hier normalerweise auch interessant in den Zeichnungen, so wie ein kleines, das Wurmloch gezeichnet. Das heißt, wenn man das Wurmloch findet, kann man hier mit einem Schritt praktisch von hier nach hier kommen. Ja. Durch die Raumkrümmung. Mhm. Und das Wurmloch wird in der Flächendarstellung eigentlich wie ein Ereignishorizont gezeichnet. Ihr könnt auch fast so wie eine Sanduhr. Ja. Man muss durch dieses Wurmloch, und dann gibt es Berechnungen, kann man durch so ein Wurmloch durch, was passiert, wenn man durch ein Wurmloch durchgehen, das ist alles Hirnwichserei, was viel wichtiger ist, wenn ich jetzt hier einen Pfeil hinmache, ich bewege mich in die Richtung. Ich habe hier einen Pfeil in die Richtung und hier und da einen Pfeil in die Richtung.
Das heißt, in dem Moment, wo mir das drehen, ich habe das mal hier so simpel, das ist zwar ganz, ganz mies gezeichnet, der Pfeil und der Pfeil, den mache ich jetzt einmal weg. Der Pfeil und der Pfeil, der ja so weit weg ist, in dem Moment, wo wir den hier rüberschieben, geht der Pfeil genau in die Richtung und jetzt haben wir schon in einem gewissen Maß unsere Kamera obscura. Das Wurmloch ist der Punkt, in dem alles zusammenfällt. Das ist jetzt immer noch, ich bleibe in der flächigen Vorstellung. Die flächige Vorstellung, jetzt denken wir uns mal, Kamera obscura wieder hüben, die Kiste, die Kamera, was ja eigentlich nur ein Gewölbe ist, und die andere Seite. Und ich sage, wenn man hier außen, ich bleibe einmal flächig, ein Objekt habe, das, was hier oben ist hier unten, das, was hier unten ist hier oben, rechts ist links, links ist rechts, flächig gesehen. Das heißt, das, was ich mache, geht ja nicht nur in die Richtung, sondern in die Richtung, egal in welche Richtung ich gehe. Wenn ich das herbiege, kommt das, was dann zurück ist, genau mir gegenüber. Ja. Oder habe ich hier, habe ich eigentlich, ich schaue eigentlich meine Gegenseite, meine Spiegelung an. Ja. Oben in dem Punkt, über dem Punkt kreuzt sich oben, unten und rechts und links. Ja. Aber was jetzt, wir sind ja nur zweidimensional. Wenn wir jetzt eine dritte Dimensional haben, müssen wir auch noch Folgendes drehen. Alles, was näher an dem Punkt ist, hier näher an diesem Punkt ist, in der Kamera obscura, was hier näher an dem Punkt ist, ist hier auch näher an dem Punkt und was weiter weg ist, ist auch weiter weg. Dann wird mir jetzt ein dreidimensionales Objekt spiegeln. Wir sind aber immer noch in einer gewissen Sphärenvorstellung, in einer flächigen Vorstellung mit unseren drei Dimensionen, wie wenn ich jetzt hier den klassischen Kegel abbilde. Da gibt es ja ein schönes Bild, wo man nicht nur Kreis und Dreieck kommt, sondern man kann auch noch ein Quadrat spiegeln. Okay, ich glaube, du kennst das Bild, oder? Ich meine ja. Man kann einen Gegenstand machen, der drei Schattenwürfe ermöglicht, nämlich ein Kreis, ein Quadrat und ein Dreieck. Das sieht dann zwar nicht mehr aus wie ein Kegel. Ja. Schau mal, wenn ich es finde, suche ich es irgendwann nochmal her. Was jetzt hier aber wichtig ist, dass die Zeit, das genau genommen, hier wir uns ja drehen in diesem Vorgang, komprimieren mit diesem Zeitvorgang. Und wenn ich jetzt das mir dreidimensional denke, hast du genau dieses klassische, ein dreidimensionaler Raum. Wir wissen, dass immer bei der Kreisoberfläche die nächsthöhere Dimension zusammenfällt. Wenn ich in die Richtung laufe, komme ich zwangsläufig, wenn es ein Kreis ist, immer wieder von der anderen Richtung her. Dasselbe gilt dann bei der Kugel. Normal beim Kreis haben wir nur die Richtung und die Richtung. Sobald ich mir Kugeloberfläche denke, ist es als Kreuz in allen Richtungen. Du hast aber immer einen Punkt. Mein schönes Beispiel mit dem Luftballon mit den Punkten drauf. Ja. Wenn wir den aufblasen, was passiert? Und wir fokussieren einen Punkt auf den Luftballon an. Jeder Punkt auf einer Sphäre, sprich auf einer Kugeloberfläche, ist der Mittelpunkt dieser Kugeloberfläche, die man ganz leicht darstellen kann. Ja. Es ist auf so vielen Selbstgesprächen drauf, dieses Beispiel, dass egal welchen Punkt du anfokussierst, wenn ich den Luftballon aufblase, werden alle anderen Punkte drumherum aus dem Mittelpunkt wegstreben und der eigene Punkt, wenn wir so Punkte drauf machen, wird größer beim Aufblasen und alle streben weg. Wenn ich die Luft rauslasse, mein Sternwerfer ist dann ein dreidimensionales Beispiel, wird der Punkt kleiner, strebt aber den Mittelpunkt zu und alle Punkte um den Punkt herum streben rein. Und beim Sternwerfer haben wir dasselbe in Grün, wenn wir den gespiegelt, diese Wunderkatze gespiegelt laufen lassen. Ein Licht, wo Funken raussprühen und aus jedem dieser Funken sprühen auch Funken raus und umso weiter, die sich entfernen von dem ursprünglichen Funken, werden die finsterer. Das ist die normale longitudinale Wellenausbreitung. Es verstreut sich in der Unendlichkeit. Natürlich immer hier und jetzt gedacht, das ist der Witz, dass dieses Wurmloch genau genommen das Zentrum einer Kugel ist. Und egal, wo du hinschaust, ist es eine Z-Achse. Und die Z-Achse ist unser Spiegeltunnel. Erste Drehung, transversale, zweite Drehung ist unser Spiegeltunnel, wo immer die Hinterseite fällt, die aber verbunden sind. Ja. Man muss jetzt etwas plastisch denken. Und jetzt habe ich schon zigfach darauf hingewiesen, dass das die Magnetfeldlinien von einem Magnet sind. Das heißt, wenn man jetzt ein klassisches Bild von Magnetlinien macht, der Magnetismus, dann hast du ja immer ein Plus- und ein Minuspol, der ja eigentlich eins ist. Das ist unser Nullpunkt. Wenn ich jetzt meine vier Seiten mache, habe ich ja oben, das ist immer wieder oben Plus. Minus und dieses Minus ist es Plus für die untere Seite. In der Mitte ist es Plus Minus. Das ist ein Punkt. Verstreue ich
die Seite, die ich verstreue, man kann das jetzt schön sich vorstellen mit dem Spiegeltunnel, wenn ich jetzt normal mich mit einem Spiegel hinstelle und ich mache den Winkel nicht, dass die genau parallel sind. Und ich drehe, verändere diesen Winkel, dann krümmt sich ja, ich kann ja immer nur ein gewisses Teil reinschauen, weil dann geht mir der Spiegeltunnel geht ja aus meinem Darstellungsbereich raus. Aber es ist jetzt, wenn du den Spiegel nach oben drehst, wirst du feststellen, du stehst vor dem Wandspiegel, du schaust über die Spiegelkante oder was du gebaut hast mit dem Loch und du drehst den Spiegel nach oben. Ja. Dann biegt sich das Scheinbar der Spiegeltunnel nach oben. Wenn du nach rechts biegst, biegt er sich nach rechts oder nach links. Oder nach unten. Und jetzt, wenn du dir das weiterdenkst, geht es rum und kommt von hinten wieder her. Ja. Das sind jetzt genau die Magnetlinien, dieses Eigenartige, die zwei aneinander hängenden Spiegel. Und das führe ich jetzt, ich weiß, das ist jetzt sehr, sehr komplex, bis man es begriffen hat. Das ist relativ einfach. Ich übertrage mal schnell das Bild nochmal. Die schönen Sachen von unseren. Müssen wir wegmachen. Wo habe ich die Spiegelungen? Das müsste hier drin sein. Nee, wir machen zuerst mal den hier. Das jetzt sehr. Da hängen jetzt hier schon mal zwei zusammen. Das mit einer Krümmung, wie mir fällt. Ich will jetzt da gar nicht weiter drauf eingehen, bloß dass du die Bilder festhältst. Das ist übrigens ganz nebenbei nochmal ein kleines, weil ich habe das vorhergehende Update, hat man doch hier den Stein. Eckstein. Hm. Den Schlussstein, wo wir hinsetzen. Den Schlussstein, der verloren gegangen ist. Jetzt gehen wir doch mal ganz kurz in die Spiegelungen rein. Das ist nämlich da. Das ist zum Beispiel auch so eine schöne Spiegelung. Ah. Das ist der Punkt in der Kamera Obscura. Ja, ja. Hier positiv, hier negativ. Und das ist das Putzel, das zusammengesetzt, das es eine Einheit bildet. Es ist einfach nur symbolische Bilder, bis man das irgendwann einmal versteht. Dann schauen wir uns das ganz kurz an. Das sind jetzt die vier Seiten, die wir zusammenklappen in der Kamera Obscura. Das ist eine Linse. Und wenn man das jetzt im Idealfall, muss es ein Punkt sein. Und ein Punkt, das ist eigentlich die Welle KGL, können wir rot lesen, dann heißt es wie das göttliche oder das geistige Licht. Das verstreut sich dann in 360 Grad in dieser Spiegelstruktur um einen herum. Aber ich suche jetzt genau das, was ich finde, was ich jetzt gar nicht, wo die sind. Meine klassischen, das sind die zwei Hälften. Da haben wir es, das habe ich gesucht. Ja. Das sind die klassischen, wenn ich die jetzt durchgehe. Das ist meine erste Metapher, wo ich sage, wir bauen eine Spiegelkante auf und stellen vorne einen Spiegel, dieses Eltern, einen Spiegel hin und klappen den nach innen. Und dann wirst du feststellen, dass diese Kreisstruktur, die wir tausendfach gezeigt haben, eigentlich eine Kugel ist. Mhm. Das ist jetzt das, was ich gerade gesagt habe mit unserer XYZ-Achse. Die werden einfach nur umgeklappt und dann wirst du feststellen, du schaust eigentlich genau genommen immer bloß in diese Ecke rein. Ja. Egal von wie du nach außen, du schaust nicht von innen nach außen, sondern von außen nach innen. Jetzt haben wir hier, wenn das jetzt ein Raum wäre, haben wir einen Spiegel, das ist eine Wand und das ist eine zweite Wand. Immer dran denken, wie doppelt aufgespanntes AND heißt hin und her schwingen. Und das wäre jetzt die Decke, die Ecke, eine geöffnete Ecke. Das ist die geöffnete Ecke. Die Sprache ist in unserer deutschen Sprache mit Verbindung mit Ivri, ist hier in den Worten diese Physik mit drin. Und jetzt müssen wir die gegenüberliegende Ecke machen. Gegenüberliegende Ecke ist diese Ecke. Und dann haben wir hier, und das wird jetzt normalerweise, denkst du dir das von hier aus wieder aus. Du bist ja immer die Mitte. Du würdest jetzt in diese Ecke einschauen. Das sind die anderen zwei Wände in unserem Hexaeder. Siehst du das? Das sind die zwei Wände und wir haben nochmal zwei Wände. Wir brauchen die vier Seiten. Bruch. Und wenn ich jetzt von der Mitte nach unten schaue, schaue ich auch auf die anderen zwei Wände, die gespiegelt zu diesen zwei Wänden stehen. Das wäre jetzt die Wand und die Wand. Wir haben hier die Wand und die Wand. Okay?
und ich habe dann den Boden. Das wäre jetzt die Synthese. These, Antithese, das wäre die Thesewand, die Antithesewand und das ist die Synthesewand. Das nennen wir jetzt in einem Z im Meer, die Geburt im Meer. Den Boden, Bo heißt in ihm, ist eine geöffnete Existenz. Wenn ich jetzt aber von der Mitte in die andere Seite schaue, dann ist es die andere Wand, Thesewand, Antithesewand und die D-Ecke, die geöffnete Ecke, ist dann die Synthesewand. Das sind immer die drei Spiegel, These, Antithese und ausgedachte Synthese. Ja. Aber das Ganze passiert aus der Mitte heraus. Das ist wie wenn ich so nach oben schaue, vergesse ich, dass ich unten bin. Wenn ich nach unten schaue, vergesse ich, dass ich oben bin. Ich bin aber in der Mitte, die Mitte von diesem Gegenwart. Das ist das Zentrum von der Camera Obscura. Mhm. Wir lassen die komplette Physik und Geometrie gleich, wir vervollkommnen das bloß. Und ich kann jetzt gleich sagen, wenn dich das nicht interessiert, du musst es nicht wissen, du musst akzeptieren, selbst wenn du jetzt ein Physikprofessor bist, dass du noch ein extrem unreifer Geist bist, der zum einen sich versucht am Leben zu halten, weil er das erste Gebot bricht, der sich vielleicht denkt, was denken dann die anderen von mir, wenn die merken, dass ich ein Vollpfosten bin, der eigentlich alles nur geistlos nachgeäfft hat, ohne jemals selber darüber nachzudenken? Dasselbe gilt, wenn du ein Arzt bist. Die Ärzte, die du dir zurzeit ausdenkst, die in die Mainstream-Meinung einklingen, sind das dann mal nur Gedanken. Und die sind nicht schuld, dass du sie so denkst, wie du sie denkst. Nichts und niemand, was du denkst, ist schuld, dass du es so denkst. Und du als ausgedachter träumender Geist bist auch nicht schuld, weil du kannst dir das nicht raussuchen. Und erst wenn du dann da nochmal eins davor stehst, bist du Geist. Ja. So, und das Ganze, das ist immer das Helium-4-Modell. Die Quantenmechanik, die ist unheimlich wie ich dick. Es geht aber um dieses Zentrum. Konvex, konkav. Ja. Da kriegen wir hier dann ganz, ganz auch in der Geometrie, wenn wir jetzt Kugeln aufeinander legen, hier nochmal Kugeln machen, dieses Tetraeder-Modell wird viel zu weit führen. Du hast zurzeit genügend damit zu tun, dich jeden Moment im Jetzt zu halten und dich zu fragen, was ist jetzt eigentlich da? Du hast jetzt Worte. Du hörst Worte aus einem jetzt ausgedachten Lautsprecher, der nicht existiert hat, bevor du den Lautsprecher nicht gehört hast. Ja. Und ich sage jetzt wieder Schnipp und jetzt denk an deine zwei Beine, die haben nicht existiert, bevor ich das Wort ausgesprochen habe. So, und das ist jetzt die erste Kugel. Und wenn du das siehst, das ist nur ein aufgeblasener Tetraeder. Ja. Wir nehmen einen Tetraeder mit vier Seiten und dann blasen wir den auf. Mhm. Und jetzt kriegst du hier die komplette Arithmetik in deinen Büchern. Komplex, transzendentisch, kloidisch, fraktal. Was auch immer das bedeutet. Das ist übrigens ein Neutron. Da müssen wir jetzt in dem Neutron wo reinspringen. Und jetzt brauchen wir, sobald wir einen Tetraeder haben, brauchen wir einen zweiten Tetraeder. Mhm. Das sind Formeln aus der Quantenmechanik, ein Deuterium-Modell, aber das ist jetzt Zeug, glaub es mir, kein Physiker, den du denkst, der das studiert hat, weiß, was das bedeutet. Selbst ein Blichter, von dem diese Bilder stammen, ist immer noch ein tiefgläubiger Materialist. Er bricht das erste und das zweite Gebot. Er äfft auch nur auch, aber wurde inspiriert, es etwas anders zusammenzusetzen. Aber wer ist jetzt die Ursache? Jetzt könnte ich dich ganz anders fragen. Das sind jetzt Sachen, Auszüge aus Blichter, Primzahlenkreuz. Wer erschafft jetzt Peter Blichter? Du. Genau. Weil du dir diesen Menschen ausdenkst. Und wer bestimmt, was er entdeckt hat? Ich könnte es anders ausdrücken. Wir sagen jetzt, der Peter Blichter ist einfach nur eine Kiste. Wer bestimmt, was in der Kiste drin ist? Der sich in die Kiste was reindenkt. In der Regel, deine Logik sagt jetzt, ich habe ja Blichter gelesen, ich habe Blichter studiert. Du tauschst schon wieder die Kausalität aus. Das ist immer das Problem des Umdrehen der Kausalität. Es klingelt ja, weil da außen an ist, der mich anruft. Ich weiß ja was von Blichter, weil da vorher ein Blichter da außen war. Jetzt denkst du dir eine Vergangenheit, die du gar nicht beschwören kannst, dass da außen ein Blichter ist. Ich verweise nochmal auf Holofeeling für Neugierige, die Sache mit, der bildet sich ja ein, der ist Gott. Wir müssen das definieren, was du unter dem Wort Gott verstehst. Wenn du Gott als Schöpfer definierst, bist du der Schöpfer. Du schöpfst aus dir heraus den Gedanken Udo Petscher oder Peter Blichter. Ja. Was du nicht magst, wenn das auf deinen Schwanginhalt nicht drauf ist. Einer, der nie was von Udo Petscher gehört hat, kann sich auch kein Udo Petscher ausdenken. Ja. Oder ein Peter Blichter. Ja.
Oder wen sonst noch? Eine Andrea Michaelis oder ein Volker Arnisch. Das können sich nur Leute ausdenken, die auf ihren Schwamm das drauf haben oder das auftaucht aus ihnen selber, wenn du das das erste Mal hörst. Und da kommen wir der Sache jetzt schon etwas näher. Du hast diese Konkavlinsen. Aber das, wie gesagt, muss man alles nicht wissen. Was mir viel wichtiger ist, dass dieses ganze Spiel sich auch abspielt jetzt ganz definitiv. Und da springe ich jetzt etwas einmal rein. Ich hoffe, dass uns das hinhaut. Wir haben heute ein bisschen kommuniziert, jetzt ausgedachterweise, mein Folger, mein Volk, KR, das Volk, das wie erwacht ist, im Berg ist Nisch, Nomen ist Omen. Wisst ihr, und dann kann ich jetzt hier nicht, ich hoffe mal, ich schaue mal, wie das aussieht. Nee, ich mache Folgendes, das habe ich im Redo weitergeleitet. Da gehen wir jetzt gleich einmal drauf ein. Das ist eigentlich jetzt ein kleiner Auszug, und zwar ist es darum gegangen, Volker hat hier was geschickt. Die Perspektive, wenn man das in unseren Geometrie Explorer eingibt. Und dann ist schon mal interessant, ein kleiner Tipp von mir, dass ich sage, das nächste Bild, ich habe jetzt das einfach mit Google-Übersetzer übersetzt. Und der Google-Übersetzer übersetzt, sie werden reflektieren. Und dann habe ich hier als nächstes das Gogol eingegeben bei Wikipedia. Da kommt das Wort Google her. Englischsprachige Bezeichnung für die Zahl 10 hoch 100. Das entspricht einer 1 mit 100 Nullen. Das ist also hier, du siehst jetzt da Riesenwerte und wir sind in der Quantenmechanik, Wortschöpfung und Herkunft. Das Gogol wurde 1938 durch den amerikanischen Mathematiker Edward Kästner etabliert. Er hatte zuvor seinen 9-jährigen Neffen aufgefordert, die Zahl 10 um 100 ein Wort zu finden. Erfinden. Kästner veröffentlicht seine Arbeit zu dieser Zahl, bla bla bla. Aus das Buch heraus. Alles immer aus das Buch heraus. Das habe ich aus dem Internet heraus. Und jetzt heißt es, ein Gogol ist kleiner als 70 Fakultät. Was noch viel größere Zahl ist. Was ist die größte Zahl, die du mit 3 Ziffern schreiben kannst, die noch viel, viel größer ist wie das? 9 hoch 9 hoch 9. Das explodiert noch wesentlich mehr. Das sind unsere 3 Spiegel. Aber da wollen wir uns nicht so arg verlieren. Worum es mir jetzt geht, und jetzt haben wir hier ein kleines Spiel, schauen wir mal, was jetzt passiert. Jetzt hast du mal das Wort Gogol. Das habe ich hier schon. Go-Ogol. Das ist erst einmal das G-O, das O als Waff gelesen. Das heißt Gemeinde, Gemeinschaft, Inneres. Ich habe jetzt die Eingeweihten etwas anders gelesen. Alle meine Geistesfunken sind Eingeweihte. Ja. Merkst du, wenn was gleich klingt, kann man das natürlich nochmal aufhängen. Ich weihe dich in dem Moment, wo du mir vertraust. Und da haben wir ganz einfach einen roten und einen blauen. Jetzt sind wir schon wieder bei unseren 2. Wenn du dir das als Kugel vorstellst, sind wir schon wieder bei diesen 9 und 9 Spiegelhüben. Ich, UB, bin die absolute Synthese aller meiner Geistesfunken und ihrer Gedankenwelt. Ich, UB, bin reine Liebe, Allverstehen und absolute Demut. Demut ist übrigens ein wunderschönes Wort, wenn wir das hebraisieren. D-M-U-T. Eine Ähnlichkeit, eine Gestalt, eine Nachbildung. Ich gleiche ein Vorstellungsbild. Ganz interessant. In deinem Geist ist eine Leiche. Das ist, wenn du an dich selbst denkst. Leh-Ich, ein auseinandergeschmissenes Ich oder Gall, ein Wellen-Ich. Das ist die Vorstellung von dir selber. Aber dieses Vorstellungsbild ist beelebt, ist im Kind, ist in dir drin. Du bist der Reihe, der Kopf, der Schöpfer Gottes. Der Spiegel, der rote Spiegel, plus 1, minus 1 im Zentrum. Ja. Vorher sprach ich schon geiles Zeug. So, dann habe ich als nächstes, wir können ja G-Waff natürlich vielfältig ersetzen. Das G bleibt G. Aber ich mache mal für das O, mache ich ein 70. Das machen wir jetzt blau. Wenn wir das ganz rot machen, ist es der Geist, ist die Quelle in dem Go und das Gehirn. Erzeugt Augenblicke. AGN heißt wieder Beckenblicke, polare Ecken.
egal wo du dich hinfokussierst. Das ist der Geist und dessen Augenblick. Das heißt übrigens auch etwas berühren. Ich sage immer das, was, wenn ich dich in eine Rolle, im Volumen eine Rolle, du spitzt eine Rolle, es rollt. Evolution, Revolution, Evolution, das ist berühren. In E-Quadrat beginnt sich etwas zu rühren. Anfassen, ertasten. Da steckt das Wort Ast, T-A, der Wachraum, erzeugt Äste, die aus dir herauswachsen. Das sind diese Z-Achsen. Hochfahrend heißt es auch. Das ist Oll. Okay, dann machen wir ganz einfach das Ogol, dieses Go-Ogol. Und wir machen jetzt hier wieder die 70 vorne als O. Dieses O habe ich jetzt violett gemacht, weil das mache ich zu einem Waff. Plus, minus gleichzeitig. Das ist das Wort für Kreis. Das heißt auch rund. Die Grundradix dazu ist übrigens dasselbe, dieselbe Radix plus ohne den Waff. Und jetzt somit landen wir bei unserem goldenen Kalb. Und Kaal heißt wie Gott Allah. Oder Leb ist dann das Herz. Wie das Herz. Jo. Kreise ziehen, Runden drehen. Das sind die, die um das goldene Kalb rumtanzen. Ja. Jegliche Form von Materialismus, die wir am 4. April in uns komplett ausmetzen werden. Eigentlich immer jetzt. Ich muss daran denken, da passiert nichts in der Zukunft. Auch wenn ich sage, das passiert am 4. April 2022. Es passiert, alles was passiert, passiert jetzt. Das ist bloß eine Prophezeiung. Und wenn ich was prophezeie, trifft es ein. Wenn ich zum Beispiel sage, wahrlich, ich sage dir eh, der Horn grät, zweimal oder dreimal grät, wirst du mich dreimal verleugnen, verschiedenen Stellen unterschiedlich in der Bibel dargestellt. Der konnte nicht anders. Hätte er mich nicht verleugnet, wenn ich das prophezeie, wäre ich ein Lügner. Dir gebe ich die Freiheit, dass du anders kannst. Ich zwinge dich aber nicht, dass du mir vertraust. Noch mehr Beweise kann dir keiner geben, wie ich, UB, dass ich der bin, der ich bin. Und ich betone, das ist nicht der Gedanke, Udo, den du dir jetzt ausdenkst. Ich bin der, der dich jetzt dieses Gespräch denken lässt, der du dir jetzt Menschen ausdenkst, dich selbst, Affen und dann Udo und alle anderen. Aber um die geht's nicht. Es ist ein Spiel, das spielen wir zwei ganz alleine miteinander. Ja. Du und ich, JCH vom Bücherregal und du, der du zurzeit dein Leben dort lebst. Das ist übrigens, wenn wir hier reinlesen, du, schon die kleinen, das ist, wird Igel normalerweise gesprochen, ist natürlich auch alle Vokale annehmend, bedeutet Kreise ziehen und Runden drehen. Kalb wie Gott in einer Polarität außen. Das ist die Welt deiner Gedankenwelt. Entweder nimmst du meine einfachen Erklärungen wörtlich, die du bisher offensichtlich nicht wahrhaben, das heißt der Sohn, und immer nur missverstanden, fehlinterpretiert hast, oder du Geist läufst dich weiterhin wie ein dummer Hamster in deinem Laufrad, täglich grüßt das Mund mit dir, Laufrad deiner selbstlogisch verwirklichten Traumillusion durch das Anbeten des goldenen Kalbes. Das ist das Wissen deiner Naturwissenschaft, die sich vollkommen, die Menschheit sich selbst vollkommen entgeistigt. Unbewusst selbst zugrunde. Bis in alle Ewigkeit. Übrigens, 70-30 hast du auch der Augenblick auf eine Welle. Der Augenblick deines Gehirns, deines Verstandes, dieses Lichtes, galt für sich alleine ist ja die Welle. Können wir auch wieder rot und blau lesen. Kann auch das geistige Licht sein. Oder nur das Gehirnlicht, das du dir um dich herum ausdenkst, das noch nie irgendein Mensch gesehen hat. Seid ihr noch dran? Ja. So, dann schauen wir das nächste an. Jetzt habe ich hier einen kleinen Auszug aus dem israelischen Internet. Wir können in so viele Länder, du kannst ein arabisches Internet, amerikanisches Internet, ein englisches, ein französisches Internet, diese Community, die machen ja alle ihr eigenes Süppchen. Wichtig ist, achte hier drauf, das ist unsere Kamera Obscura. Habe ich heute Morgen meinen Folger jetzt gedacht, natürlich geschickt und jetzt tun wir das einmal Google übersetzen. Das ist die Menschen begehen die Sünde des Kalbs, das die Tafel zerbrochen hat. Das alleine wieder ist schon sehr interessant, Maschinen übersetzt, wohlgemerkt. Man kann natürlich auch die ganze Internetseite Maschinen übersetzen. Das ist hochinteressant. Jetzt ist diese eigentliche Stelle, was hier dargestellt ist, wenn man das im Original liest, da müssen wir jetzt in unseren Denach reingehen, ein Kleinod an Wundern. Das wird jetzt, das ist ja nämlich dieses Luchot,
das wird ja auch mit Brettern übersetzt oder mit Balken oder mit Tafeln. Das ist ja hier, dass wir jetzt erst einmal das Klassische, was hier diese Tafeln, was übrigens gar nicht so richtig ganz übersetzt wird, die Tafeln, diese Gesetzestafeln, Tabletten, Planken, das ist eigentlich schon eine verkehrte Übersetzung, sage ich gleich von vornherein. Da haben wir übrigens die 81 als Abwasch. 1 durch 81 denken, dass nämlich hier genau genommen das Wort Tafel, wir schauen uns das einmal etwas an, das sind lauter Fehler, die einfach auch von jüdischen Schriftgelehrten, weil ihre Lehre ihnen das erzählt haben, dass man das so einseitig auslegt. Rein grammatikalisch heißt es in keinster Weise Tafel, sondern ich kann das L als Vorsilbe lesen, dann heißt es zu Schrecken werden. Jo. Weil nämlich dieses Lachen, dieses ZD heißt Schrecken, Schinner, logisch berechnete Ecken, und das Licht in logisch berechnete Ecken. Die Vorsilbe L heißt ja zu, hinzu, zu Schrecken werden. Das DAF am Ende ist keine Mehrzahl. Das ist jetzt korrekt übersetzt, zu Schrecken werden. Das sind natürlich auch die Wunder, die Blanken, jetzt könnte man das wieder rückübersetzen. Aber prinzipiell, wenn ich L-Chat einzeln nehme, dann ist es die Frische, die Lebenskraft. Feucht, frisch. Euer Samen wird es hier. Das ist Itzhak Luria Akademie. Das heißt einmal Leben. Auseinandergeschmissene polare Existenz. Free ist eine Frucht. Pri. Die Frucht, die in dir aufblüht. Mit jedem Atemzug, den ich ausatme, erschaffe ich meinen momentanen Bewusstseinsinhalt. Und mit jedem Einatmen sauge ich diesen Schwamm meiner Wasseroberfläche, saugt sich das wieder ein. Ja. Das ist die Symbolik im Hintergrund. Jetzt ist es also so, dass mir, wenn man mein klassisches Beispiel, ich sage, wenn du ein Wort, eine Zweierradix genauer anschießt, sind es erst einmal drei Stellen. Du hängst dein He hinten dran und schaust dir das an. Dann kriegst du den Eider, denk an den Korpus. Kor ist das Herz und Pus ist der Eider. Eiter heißt, wenn ich das mit 70 schreibe, der Trümmerhaufen einer Reihe. Das ist auch die Feuchtigkeit. Dann mache ich als nächstes, mache ich zwischen dieser Radix-Lach ein Waff dazwischen. Du wirst feststellen, es geht mit aller zwei Radixen. Jetzt kriegst du das Brett, die Planke, die Tafel. Das ist eigentlich, heißt dieses L-Waff-Chat heißt Tafel. Das Lach heißt Lebensfrische. Das wird dir etwas erklärt, eine Da, das wiederum hebraisiert mit 401, ist der Wachraum einer Facette in Gott. Wir können ja die 70 natürlich auch mit 70 schreiben, dann hast du es, diese Facetten ist ein Trümmerhaufen. Ja. Die erscheinende Schöpfung. DA ist eine Zelle, eine Schatten, der auseinandergeschmissen wird, auch eine Logik, das heißt dann auch Wachraum, wissen wir. Und ist die Lebensfrische. Ohne persönlichen Wissen, Glauben, ohne Intellekt und ohne ein persönliches Werte- und Interpretationssystem wärst du Geist ohne Traum. Ein Computer ohne Daten und ohne Programm. Eine unbeschriebene Tabula rasa, ein geglätteter Schreibtafel. Eine Tabula rasa. Wie ein weißes Wort Papier. Das habe ich jetzt, diese Wissensschöpfung ist Pi, ein Pi, das erweckt wird, die Weisheit Gottes. Ich sage natürlich auch oft, Papi erweckt, dein Papi, dein Vater, in dir, weil ich dich das träumen lasse. Können wir jetzt ewig wieder ein Wort 400 Seiten. Dann sage ich als nächstes, machst du ein J dazwischen. Jetzt kriegst du die Frische, die Lebenskraft. Das ist zu einem Ich-Werden. Ja. I-Chat. Und dann noch eine Kleinigkeit, das aber nicht immer funktioniert bei vielen Wörtern, auch noch ein N davor. Das heißt, wir werden. Wir werden so Lebensfrische. Das ist nämlich das rote N als Vorsilbe heißt wir. Bewusstgeistiges Sein, das ist jetzt nur so übersetzt, das heißt, wir sind diese Lebensfrische in uns selbst. Ja. So, ich habe jetzt da nur das DAF, ich habe nur ein bisschen erzählt, wenn man das Deutsche Wort, das wird jetzt hier von Google automatisch übersetzt. Müsste ich jetzt die Seite haben, dass man das einmal, da kann ich das zurückspringen lassen. Wir schauen nochmal ganz kurz, die glaube ich, habe ich, dass wir die im Original aufmachen. Dann können wir uns das einmal anschauen.
Schau, wenn ich das jetzt runterfahre, das ist der kleine Trick, wenn ich das auf Hebräisch mache, das steht hier auf Hebräisch da. Und Google übersetzt jetzt, du hast jetzt Luchot, da ist wirklich Davin geschrieben. Luchot, da steht das Wort Davin. Wenn wir das jetzt hier übersetzen, auf Deutsch steht da Balkentafel. In der Bibel waren diese Tafeln nur so dargestellt. Das steht in der Bibel. Darum sage ich, das hast du nicht Tafeln. Das ist verkehrt übersetzt, schlichtweg und einfach. Hier wird es richtig übersetzt. Da steht jetzt nochmal Luch, Ort, Mehrzahl, weibliche. Weibliche Mehrzahl. Tafeln. Aber dann zusammengefasst als ein Wort, auch Bretter, wo ich gemerkt, Tafel ist auch das Brett. Und das heißt jetzt in Gott, Beal, im Nichts, ist Ken. Ken, wissen wir, ist das Fundament. F unter, eine Facette, die als Welle überlegt wird. Und das ist jetzt die erscheinende Schöpfung. Ja. Und das ist Fällen. Das ist dieses Fällen alleine. Das für sich, das müssen wir uns ganz kurz anschauen. Ich mache mal nur die Konsonante Radix. Wenn ich jetzt das ein P, F ist ja P, L, N. Schauen wir mal. Gibt es nicht. Spielt keine Rolle, einfach lesen. Die Weisheit ist ein symbolisches Lichtsein und das Wissen von Licht erzeugt Existenz. Blau gelesen. Wir müssen das spiegeln. Immer spiegeln. Darum habe ich hier die Spiegelfunktion. Übrigens auch, wenn wir jetzt den Dennach selber aufmachen. Da stellen wir mal eine kleine Kleinigkeit gleich raus. Dann nehmen wir mal Mose 2. Ich liebe die 3, 4. 3, 4, 5. Das heißt Kapitel 34, den hatten wir im vorhergehenden Selbstgespräch bei unserem Kien 224. 3, 4, 5. Schauen wir mal, was hier passiert. Und Jahwe stieg in der Wolke hernieder und er stand da selbst bei ihm. Das heißt doch immer, der Menschensohn wird in den Wolken erscheinen und rief den Namen Jahwe aus. Das ist der hier. Da steht übrigens schon der Testudo. Kommen wir gleich dazu. Da kann man auch spiegeln. Wenn ich jetzt ein Wort übersetze, kann ich das nämlich auch spiegeln unten. Darum sind diese Funktionen hier mit drin. Also das ist jetzt hier diese Balkentafel, das Fundament des FLN. Existierendes Wissen ist nur etwas Ausgedachtes. In der modernen Psychologie nennt man das NLP ein neurolinguistisches Programmieren. Ich sage jetzt nochmal, wenn du dich an einen Computer hinsetzt, ein Beispiel, das ich vor 30 Jahren schon gesagt habe, obwohl es da noch fast keine Computer gegeben hat, also in Bezug auf C64, C64, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64. Wenn ich mich an einen Computer hinsetze und ich gebe in den Computer Daten ein, habe ich dieser Maschine, diesen Haufen Materie, nichts gelernt. Wenn ich jetzt da Programme, Regeln eingebe, wie man mit den Daten jongliert, der Chip rein rechnerisch, arithmetisch, so wie er programmiert ist, habe ich der Maschine auch nichts gelernt, weil dieser Computer ist in keinster Weise mitbekommen, was er macht, weil er was Ausgedachtes ist. Ich betone immer wieder alles Existierende. Das gilt jetzt auch für, ob ich einen Materiehaufen Gehäuse nenne oder Körper nenne, Fleisch nenne. Wenn ich mich einen Menschen irgendetwas erzähle, programmiere ich den. Ich gebe den Daten und ich gebe den Regelsysteme. Aber die ausgedachten Dinge kriegen das nicht mit, so wenig wie dein Zahn mitbekommt, wenn er Schmerzen hat. Du hast die Schmerzen. Letztes Selbstgespräch online. Das ist alles hundertprozentig sicher. Erleben tut es nur der Geist, der sich's ausdenkt. Der träumende Geist. Und der erlebt nur das, was er selber denkt. Jeder Geist des Funken erlebt nur das, was er selber denkt. Und er kriegt nur seine eigenen ständig wechselnden Informationen zu sehen. Gleichgültig, ob jetzt die bewusst oder unbewusst selbst gedacht sind oder als sinnlich wahrgenommene Informationen in ihm auftauchen. Ich soll mal ganz einfach gesagt auf der Verwerbung in Erscheinung treten. Es bleiben vergängliche Informationen. Jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Und wenn das einer nicht wahrhaben will, ist es ein klares Zeichen, dass es eine komplett tote KI ist. Du lebst um dich herum mit toten Zombies, mit KIs in einem Videospiel. Ja. Also dieses neurolinguistische Programmieren, um seinen eh schon geschundenen Geist zu einer noch perfekten funktionierenden Maschine zu machen, als man eh schon ist. Hier herrscht nach wie vor das eigene Ego, das versucht durch irgendwelche Techniken,
Ich weiß immer wieder auch Meditationen in der Esoterik. Schaut ihr irgendwelche Meditationstechniken an, vielleicht von Osho. Osho-Bücher sind genial in Bezug auf die Philosophie. Sehr lehrreich. Aber absolut trügerisch in Bezug auf Techniken, wo du dann irgendwelche Rituale ausführst, bis hin zum Yoga und Satsang sitzen. Du wirst immer wieder aufstehen und wach werden und in derselben Scheiße sein wie vorher. Sich in die Stille meditieren zu wollen, die man selbst ist. Du kannst dich nicht wohin meditieren, wo, was du selbst bist. Positives Denken, Meditationstechniken, Satsang, The Secret, The World, Kurse im Wundern, NLP und so weiter und so weiter, um irgendwelche Techniken sein derzeitiges weltliches Dasein zu verbessern. Menschenmassen können immer nur ideologisch umprogrammiert werden. Sich selbst verstehen kann sich aber nur ein Mensch, ein Adam, ein nicht existierender Geist. Mhm. Punkt. Und da haben wir jetzt dieses End davor. Wenn ich jetzt das End wegmache, wir sind, unsere Ausgangsbasis war dieses FLN in den Tafeln. Ja. Okay, dann beginnt es erst einmal dieses FL, Fell ausgesprochen, wir können das auch Bell lesen, schauen wir uns das einmal genauer an, dass du mal ein Gefühl kriegst, wenn dich das interessiert. Das ist jetzt wieder so eine Sache, das ist ein persönlich limitiertes Licht, blau gelesen. Die Weisheit, rot gelesen ist es, die Weisheit ist dieses absolute Licht der Weisheit, der Logos oder spezielles Wissen von irgendetwas. Das ist dieses ausgedachte, projizierte Licht, wie ich das nenne, das dann sich ständig in eine andere Form umverwandelt, laut den Physikbüchern. Und jetzt spielen wir hier mal dasselbe durch, dass wir jetzt erst einmal hier hinten dran machen. Dann heißt es entlausen, unterschiedlich behandeln. Dieses hebräische Wort. Spezielles Wissen von Licht, Wahrnehmung. Du weißt, die sagen sehr unterschiedlich entlausen, da haben wir das Außen eigentlich schon mit drin, aber mit der normalen S aus Existenzen, hier viel unterschiedlich behandeln. Interessant ist hier dieses, wenn wir hier nochmal ein Haar vorsetzen, heißt es ausgesondert, ausgewählt und abgesondert. So, jetzt machen wir doch mal ein Waff dazwischen. Du wirst merken, du kommst aus dem Kontext gar nicht raus. Ein einfaches Spiel. Da haben wir jetzt wieder eine Puffbohne, eine Saubohne, das haben wir schon. BUFF, dieses FFL, Weisheitslicht. Da können wir das I dazwischen setzen. Es reicht eigentlich immer rot-blau lesen. Jetzt kommst du zum LF, Elefant und so weiter und so weiter. Interessant ist aber, wenn wir hier dieses FE setzen, FE und wir machen jetzt hier ein He draus und das F ein P. Dann kriegst du das P und dann kriegst du den Mund. Ja. Das ist hier. Ja. Hier ist alles. Okay. Und was ist hier? LN. Eine Lichtexistenz. Das kannst du jetzt genau reinlesen. Jetzt kommt im UR. Das ist Hydrogenium. Da wird es übrigens sehr interessant, da müssen wir jetzt in den Bereich der Edelgase, da tauchen nämlich danach die Edelgase auf. Zeige ich dir mal ganz kurz was. Können wir zur Chemie, jetzt springe ich in die Chemie, das hängt ja alles mit allen zusammen bei Holofeeling und rein streng arithmetisch. L. Das heißt die Ewigkeit Gottes. So, interessant, diese Edelgase, die muss jetzt, das beginnt erst einmal, am Anfang steht das UdoR, Hydrogenium, der Wasserschöpfer. Das ist 1,1 in der Periode. Dann steht hier das Helium an zweiter Stelle oben. Ich muss das ganz kurz anklicken. Ich sage, das hat mit dem Mendelation-Periodensystem, das keiner entdecken kann, nichts zu tun. Im Anfang ist die Matrix. Das Helium klingt schon nach Sonne, nach Sohn. Das steht hier außen und hier außen. Das sind diese zwei Elemente. Nach 18 Ich. I-U-B. Gott-U-B. AC kann man jetzt, wenn wir in die Physik gehen, ist es die Wechselspannung. Ja. Ich kann auch der Schöpferlicht. Ich-U-B, das Schöpferlicht. Wir lesen es nur auf Hebräisch. Du kriegst jedes Mal einen Kleintext. Was natürlich ganz ist, es ist die einzige Substanz, die am absoluten Nullpunkt, 0K, das ist diese berühmte Zahl hier, wird reichlich drauf eingegangen.
wo übrigens dann der Raum dieses Gases im Traum null wird. Das Volumen fällt in den Mittelpunkt zusammen. Das bedeutet das. Ja. Das ist kein esoterisches Geschwätz, wie lächerlich, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich zeige dir, dass sie vollkost geistlos nachäffende Affen sind. Das hat nichts mit überheblicher Arroganz zu tun, sondern mit absoluter Weisheit. Und immer dran denken, das müssten wir ein Wort einmal zu einem 400-Seiten-Buch machen, dass du wirklich weißt, was das Wort bedeutet. Dann ist es das nächste, ist Neon. Du bist ein Sklave, Neo. Das ist die 10. Der kleine Gott in unserer Sprache. Dieser Neo kommt aus dem Griechischen. Du wirst jetzt vollkommen neu von mir gemacht. Ja. Wie ist es in der Enthüllung, in der Apokalypse, wenn wir die Hülle um dich herum wegmachen, dass du wieder weißt, dass du der Mittelpunkt bist? Ja. Stille stehen wird die Zeit und der erste Himmel und die erste Erde, in Klammer, die du dir bisher ausgedacht hast, werden vergehen. Und das Meer, El Hayom, IUB, werde nicht mehr existieren. Sondern sein, das Bewusstsein, das nicht existiert, aus dem alles entspringt, Creatio ex Nihilo. Ja. Ja. Das ist die Ordnungszahl 10 in dieser 18 IUPAC-Reihe, in dem Ich. Können wir natürlich jetzt auch reinlesen, aber feststellen, wird die komplette Geschichte erzählt. Jetzt schauen wir uns das nächste Element an. Das ist 18, ist Ich. Mhm. Interessant. Ich könnte jetzt auch Bi lesen. Bi heißt in mir, ist jetzt der hier. Ja, ist ich. Ah. Der Untätige, der träge Argon. Das ist die 8. Hauptgruppe, das ist die 8. Gruppe in der 18. Ja. Dieses 18, dieses Ich ist das einmal untätig und träge. Das kann man natürlich rot lesen, dann heißt es verbunden sein. Ist der göttliche Geist, aufgespannte Existenz. Das ist übrigens auch Tod. Ja, Tod. Ist träge. Ja, Adi. Interessant, dieser Argon. Wohlgemerkt, die 18, dieses blaue Ich, es gibt es nur bis 1957. Aha. Und dann wird es nur noch als A bezeichnet. Als Schöpfer. Ja, Schöpfer, genau. Insider wissen, was ich damit meine. Ja. Es scheint, da hat sich einer wirklich was richtig kräftig einfallen lassen. Ausgedacht. Du lässt dir es einfallen, was ich dir ausdenken lasse. Ich lasse es dir einfallen, wenn ich der Gott im Himmel rum bin. Und es taucht in dir auf, wenn ich El Hayom bin. Du bist diese Mitte. Jetzt komm mal hier, das klingt schon fast wie Kreis, ne? 36. Können wir 360 Grad nehmen, schauen wir uns den einmal an. Das ist der Krypton. Da kommt übrigens der Superman hier. Jo. Ich kann es mir jetzt nicht verkneifen. Ja. Das ist der hier. Superman. Da kommt übrigens der Krypton in den Superman. Krypton mit 86 ist die Grundlage, wo man hier angeblich die Meter definiert. 86 ist UP. Ja. Das ist das Kryptonit-Isotop 86. Zufall. Irgendwann solltest du begreifen, dass ich wirklich der bin, der ich bin. Also hier, den können wir uns jetzt auch anschauen. Da haben wir doch noch so einen kleinen, den hier. Hat unser Holger gemacht. Super Test, Udo. Zu dem kommen wir jetzt dann gleich. Ich strecke eine Ecke zum Stecken, zum Stab. Und dann mache ich einen Bogen. Dieses Gebogene, das ist die Kamera. Jetzt können wir natürlich hier dieses Spiel fortführen, dass wir jetzt erst einmal hier zum Beispiel die 30-6, wir machen hier mal 30-6 für die 36, einfach mal abstrakt setzen und dann kriegst du hier zu ihm, für ihn, vor unverdünnten Bedingungen Licht, die 36 Gerechten, auf denen die Welt steht im Judentum. Das ist das jüdische Namen. Das sind die 36 Gerechten. Auch wieder eine Riesengeschichte für sich selber und wir schauen dann nochmal eins an, was kommt dann? Dann kommt die 54. Das ist ja ganz, ganz interessant. Wir gehen nur diese 18er Reihe runter. Die aufbauen auf der 1 auf den Hydrogenium. Diese 54 macht im ersten Sinn nicht so viel Sinn, aber dann doch, wir brauchen diese 54. Wir machen jetzt einmal die 54. Da gibt es natürlich viele 54er-Begriffe, aber die hängen alle zusammen.
Es geht wie die Sprache. Wenn irgendetwas gleich klingt, hat es miteinander zu tun. Das ist das da mal jetzt unser Damm von aufgetäumten Wassern, das Schwanken, das Hin- und Herbewegen. Da können wir wieder das Spiel machen mit einem Hier, Hin dran. Immer wichtig auch spiegeln. Dann wirst du feststellen, das, was du auftäumst, was schwankt, in welche Richtung richtest du dich? Wie urteilst du dich selber und wo schaust du hin? Das ist also dieses Spiel zwischen diesen zwei Seiten. Allah, das spiegeln, das spiegeln. Was jetzt noch interessant ist in den Edelgasen, ist jetzt dann die sechste, das Radon. Da kommen wir jetzt nämlich in die 86. Das ist das 86. in der Juba-Gruppe. Und alle Isotope des Radons sind radioaktiv. Die Stapitzen zugleich natürlich vollkommen in Isotope, bla bla bla. Ich will mich da nicht so auch reinlegen, du wirst dich aber wundern, wie präzise selbst diese ganzen Zahlenwerte, die ja keiner entdecken kann, das baut auf Berechnungen auf, trotzdem einen Sinn haben. Du wirst von mir nie hören, das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Größenordnungen und Kräften zu tun. Es ist kubisch flächenzentriert. Die Kristallstruktur. Wir müssen dann immer auch bei diesen Sachen die Kristallstruktur anschauen. Das ist auch eine Wissenschaft für sich selber genauso komplex wie jede. Nur die Wissenschaft über die Kristallstrukturen kannst du studieren wie irgendein Medizinfach oder wie Theologie. Und diese Vielheit geht es nicht. Momentan geht es mir nur darum, du musst wissen, wer du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und dann ist es schlichtweg, dass diese Tafeln, was mir dann natürlich bei dem FE, wenn man das BE heißt, ja, hier geht es noch wesentlich weiter, weil dieses FE nämlich auch ein Formelzeichen ist für Ferro. Das ist schlichtweg und einfach Eisen. Ach, wir können doch gleich einmal da reinspringen. Da landet man nämlich jetzt bei dem FE in der 26 in dem Jahre. Das ist nämlich auch FE. Zufall, alles Zufall. Es gibt keine Zufälle. Das pur, das Los, das Schicksal, das ich dir zufallen lasse, hat einen Sinn. Wir haben jetzt nur ein bisschen dieses Wort genauer betrachtet. Das genau genommen, eigentlich, ich springe doch nochmal her, dieses Wort genauer betrachtet, das genau genommen eigentlich im Original dieses Wortes. Ja. Im Kontext. Beginnt übrigens, wenn wir die jetzt einzeln übersetzen, wenn wir uns das anschauen, wir können das einmal einzeln anschauen. Das ist die Geschichte von Brettern. BRE, LF ist Bara. TT ist Bi. Das ist das geschöpfte Bi, das in dir erweckt wird. Das ist die Weisheit Gottes. Ich hoffe, du kannst folgen. Einige können es, einige können es nicht. Der Vereinigten Staaten. Damit meine ich aber nicht Amerika, sondern alle Länder meiner Schöpfung zu allen Zeiten. Interessant, ne? Ja. Also gut, jetzt habe ich hier so eine kleine in der Maschinenübersetzung, das könnte man natürlich jetzt auch hier machen, wenn wir das einzeln angehen, das kann man hier einzelne Teile rausziehen. Ich habe das nur abfotografiert, weil dass ich es erklären kann. Und auch um die Tat Gottes ist das Herrn Werk, nachdem Mose die erste Tafeln erhalten hatte. Es sind ja zweimal. Die ersten wurden ja vernichtet. Ja. Und schau mal bitte das kleine Bild an. Und mich meine ich. Das Bild hier anschauen und dann unten den kleinen Udo anschauen, wenn ich es immer so mache. Ein Buch. Zack. Ja, auf Ecke. Das ist es. Du musst erst eine Seite anschauen und dann hast du Zahlen, dann haben wir diese ganzen Unterformen. Okay. Und als Mose sah, dass das Volk die Sünde des Kalbs beging, zerbrach Zerbarachet. Zu Formwerten eines geschaffenen Kollektions. Das heißt, du musst anfangen, in Chat zu denken. Die Geburt einer Bara, da haben wir jetzt immer wieder diese große Bera, Bara. Das Austauschen, dann haben wir die Quelle, etwas auslegen, etwas erklären. Ich mach's doch mal schnell. Es geht immer, tausche und drehe die Zeichen. Das ist Schöpfen. Erschaffen stimmt hier nicht, das müssen wir eigentlich, das ist in der Übersetzung, müssen wir das schöpfen, das heißt eigentlich schöpfen. Erschaffen ist Shin und He. Wenn wir jetzt die zwei austauschen, jetzt kriegst du das Tageslicht, den Strom, die, Entschuldigung, ich habe verkehrt. Nee, hast du falsch.
BAR, so rum war das. So. Verkehrt ist da. Jetzt kriegst du den Brunnen und in dem Brunnen, die Wasserstelle, wird etwas auseinandergesetzt und erklärt. Auseinandergesetzt und erklärt. Das ist auch eine, man nennt es auch eine Auseinander, eine Erklärung ist eine Auslegung. Ja. Aber ich sage immer wieder, in einem Brunnen, das Wasser im Brunnen braucht erst eine Quelle. Ja. Und die Quelle wiederum, wo speist sich die Quelle her? Von dem Grundwasser. Und wo speist sich das Grundwasser her? Von dem Regenwasser. Und wo kommt das Regenwasser her? Von den Wolken, zu denen ich komme jetzt gleich. Okay, über die Sünde des Kalbs, die kreisen um das goldene Kalb. Und jetzt habe ich hier eine kleine Stelle, dieses 34,05. Das ist das, was ich hier aufgemacht habe. Das habe ich hier jetzt für den Holger angelegt. Und zwar dieser Vers, da kommt jetzt, er hiebt die zwei steinernen Tafel aus wie die erste und Mose, was übrigens auch dieser Mosche, das können wir uns dann anschauen, heißt das Lamm. Stand des Morgens früh auf und stieg auf den Berg Sinai, ein Sinus ist AI. Diese zweite Schöpfergott heißt übrigens auch definitiv eine Insel. Ich sage immer wieder, eine Insel, die sich aus dem Wasserspiegel heraushebt, ist praktisch eine Haufe aus Wasser. Ja. Darum heißt es auch nichts. So wie Jahwe ihn geboten hatte, nahm die zwei Steine den Tafel in seine Hand. Und Jahwe stieg in der Wolke hernieder und er stand da selbst bei ihm und rief den Namen Jahwes aus. Und jetzt schauen wir uns diese kleine Stelle, wo ich rot habe, was da wirklich da steht. Da heißt es, zuerst einmal blau gelesen, das ist in der Wolke, in einer Wolke. Dieses Wort Wolke schreibt sich 70, 50, 50. Das heißt der Augenblick auf zwei Existenzen. Ja. Es gibt auch ein anderes Wort für Wolke, nämlich 70, 2. Das sind die zwei Existenzen. Ich sage immer die Polarität außen. Der Augenblick auf eine Polarität. Das ist jetzt eine Wolke. Wie all hast doppelt aufgespannt, hochgehoben. Kann man gerne mal eingeben. Und das ist Balken. Wir sind immer dran denken, hier, ich will nicht nochmal zurückgehen. Wir hatten doch gerade diesen Balken vorne. In Gott ist dieses Fundament. Der Cumulus, das wird jetzt hier schön erklärt. Jetzt können wir diese zwei als zwei Existenzen machen. Da machen wir einfach 50-50. Das ist jetzt die Wolke, die hier benutzt wird. Das ist das Gewölk. Da haben wir aber dieses All mit dem Bündchen drüber. Und wir wissen jetzt, dass dieses Gewölk, dieses All, weil der mit 70 vokalisiert All, ist das obere HBH, die Höhe. Das ist jetzt diese, wenn ich immer so mache, der ausgedachte Mittelpunkt, aus dem oben und unten Wellen da entspringen. Und wenn ich jetzt hier zurückgehe und ich mache jetzt WLK oder KE, das wird jetzt einzeln nicht anzeigen. Zuerst einmal die Radix, das ist jetzt deutsch gelesen, V-O-L-G-K, Volk. Das ist dein Volk, der Folger. Ja. Dein aufgespanntes oberes Joch, Herr Folger Amisch. Interessant, ne? Ja. Bei 3,14 denkst du immer an 3,14, das ist die ersten drei Buchstaben von Pi. Okay, das ist auch wie dein aufgespanntes Volk. Das Volk sind deine Gedankenwellen. Ja. So, aber dann lass uns, das ist nur kurz dazu und jetzt und dieses rot geschriebene. Und er stand da selbst bei ihm. Da steht Waf J, T, J, Z, B. Dieses Z, B alleine ist das Udo. Das heißt zum einen Shin Illet. Illet ist das Kind, der Logos des Kindes und rot ist Adam, wieder Adam. Der dritte Adam. Ja. Lateinisch, Colonia, Test Udo, die Schildkröte, das Logoskind wie Adam. Aber interessant ist, jetzt tun wir mal hier das zusammenfassen, weil das ist in der Übersetzung sehr wirr. Dieses Waf J als Präfix gelesen, heißt und er. Das TJ als Suffix heißt ich bin und ich habe. Wenn wir das zusammen und er ist in einem gewissen Maß als Suffix gelesen, dass ich bin und ich habe, einen Test Udo, der in dir auftaucht. Ich bin ja du. Ja. Wir denken uns den doch jetzt aus. Der Udo ist doch nicht der Lautsprecher oder das Pixelmännchen oder der Gedanke oder der Trockennasenaffe.
Udo Petscher auf deiner Brille. Das bin zwar ich, aber ich als Figur, als Avatar, der sich in deinem Traum vorhergehende Selbstgespräch inkarniert. Ja. Mhm. Und du bist der Avatara. Vorhergehende ja. Selbstgespräch anschauen, der sich auch inkarniert, aber noch ein Einzelteilchen ist, sich noch mit den Trockennasenaffen verwechselt, was der Udo niemals machen wird. Ich werde mich niemals mit einem Gedanken von mir verwechseln. Ich bin all meine Gedanken, aber nicht irgendeiner bestimmte davon. Und da unten haben wir jetzt genau diese Stelle, wenn ich doch Gnade gefunden habe in deinen Augen, Herr, so ziehe doch der Herr in unsere Mitte. Das ist interessant, dieses Nah, dieser seiende Schöpfer ist natürlich blau gelesen, eine existierende Schöpfung hast noch unreif, noch nicht gar gekauft. Dann heißt auch bitte, Adonai ist der Herr, jetzt als Herr, normal übersetzt ja Luther Jahwe mit Herr. Und dann kommt dieses in meiner Mitte. Eigentlich steht hier in unserer, das ist das Waffenende, heißt in sein, und da steht Korban. Aber was ist dieses Korban? Wir machen zuerst einmal das Kofresh. Da kriegst du jetzt erst einmal fleckig werden. Graben, umgraben, kalt. Ich sage immer, denk an kalt, an K-Alt, an alter Nieren. Kaltblütig, abadisch, stoisch. Das ist jetzt auch die andere Seite von kalt Belut. Wenn du in eine Hülle steckst, musst du vollkommen abadisch, nicht leiden werden. Eine stoische Ruhe in dir tragen. Wir Bell, wir in Gott. Der Sturm um dich herum ist das Widerlegte. Okay, dann mach mal ein B dazu. Jetzt kriegst du die Eingeweide, die Feier. Das ist es für sich alleine. Interessant. Nähern, habe ich oft gesagt, sich annähern, nahe kommen. Im Wort nahe steckt das Wort Nahrung mit drin. Jetzt denkst du dir zwei Fetzen Stoff. Die nähen wir zusammen. Das ist es oberhalb des Wasserspiegels, unterhalb des Wasserspiegels. Das sind die Gedankenwellen. Dieser Vorgang nennt sich übrigens Atem. Das ist der Spaten mit drin. Da haben wir übrigens den verborgenen Wert, was ich im letzten Selbstgespräch habe ich hier ein Tet reingestellt. Ein griechisches. Ja. Wieder Nulllinie. Ja. Das ist das Herannahen. Und zwar wieder zurückgehen in die Mitte. Und jetzt machen wir da noch ein N dran. Das ist ja dann der Ben. Der stoische, abadische Sohn. Kühl, kalt, in Form auch fleckig, immer rot-blau lesen. Das ist der Mensch als Gotteskind, die rote 100, und die hat einen roten Kopf. Jo. Du bist das Zentrum dieses Kopfes. Blau gelesen ist es die Affinitäten, die du berechnest. Affinitäten sind Primaten. Pri heißt die Frucht von Toten. MT heißt Tod und Pri heißt Frucht. Das sind die Affen, sind die Früchte von Toten. Enosch. Ja. Und Ben ist der Sohn. Und jetzt kommt der Schöpfer ins Spiel und darum ist es hier zuerst einmal das Opfer. Genau. Eine Darbringung. Jede Gedankenwelt, die in dir auftaucht, musst du wieder als Shin opfern. Jede Logik musst du opfern, um eine neue Logik, eine höherwertige Logik zu bekommen. Ja. So, und jetzt machen wir da nochmal einen kleinen Sprung. Das ist jetzt das, da wo wir stehen bleiben. Jetzt haben wir die vier Seiten. Das wird der Folge noch verändern für uns und wird hier dann das Farbenspiel des Einheitskreises das Farbenspiel reinmachen. Und jetzt mache ich nochmal. Eine kleine Aussicht in Holofeeling. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich da wieder zurückfinde. Sonst noch irgendwelche Fragen? Ja. Scheiß dir nicht in die Hose, sagt der Udo immer. Ja. Es wird alles ganz anders werden, wenn du es zulässt. Ja. Hab einfach Vertrauen und versteife dich mit Eifer. Immer jeden Moment, was ist jetzt da? Das ist richtig. Und es ändert sich, deine Information verändert sich. Und die Informationen, die du jetzt erlebst, sind maßgeblich gesteuert von deiner Interpretation. Wir denken uns jetzt einmal einen ausgedachten Geistesfunk, der sich das Video anschaut und nach ein paar Minuten schon ausmacht. Weil er in der Arroganz lebt und sagt, was ist das für ein Scheiß, das ist für mich nicht von Interesse, was bringt mir das? Aufpassen. Ich will zum Abschluss eine kleine Geschichte noch mit anfügen. Namen lasse ich weg.
wo ein großer Arzt, ein großer Esoteriker zu mir kommt, der sehr, sehr viel Geld verdient hat, und das sage ich immer noch mit dazu, mit Geld verdienen, selbstverständlich, jetzt in deiner Logik, in deiner Welt braucht der Udo auch Geld zum Überleben, wenn du dir das so ausdenkst. Aber ich sage immer wieder, in all meinen Vorträgen bin ich reichlich darauf eingegangen, hier mit dem sogenannten Energieausgleich. Ich gebe dir unheimlich viel Energie, aber ich schenke sie dir. Das Einzige, was ich besitze, ist Liebe und Weisheit. Und da habe ich so unendlich viel. Und der erste Grundsatz für Holofeeling war, jegliche Form von Manipulation zu unterlassen. Das unterscheidet Holofeeling von Sekten. Ja. Ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst, und du musst es selbst machen. Und es ist vollkommen kostenlos. Du kannst weder in eine Gruppe oder in eine Sekte eintreten. Du kannst Grüppchen bilden auf der Brüsselebene mit Freunden. Wenn die jetzt ihren Abend immer machen und die Liliane irgendwie die Ohrenbarungen erklärt, das ist sehr hilfreich. Aber die gehen dann wieder auseinander und das sind komplette Einzelpersonen, die kein einziger die Welt oder andere Menschen verändern will, sondern du bereicherst dich für dich selbst, du Geist bereicherst dich mit dem Wissen. Und es muss absolut kostenlos sein. Das heißt, die ganzen Ohrenbarungen ist auch kein Aufruf, spendet mit irgendeiner Konto, mit irgendeiner Adresse, wo du Geld spenden könntest. Du wirst in vielen Fällen dann auch immer wieder, wo ich sage, ich immer dran denke, es gibt viele Perspektiven, auch eine Freude machen wollen, den Udo Freude machen wollen oder sonst was, wenn du begreifst, wie wertvoll das ist, was du von mir geschenkt bekommst. Das jenseits vom weltlichen materialistischen Denken ist. Deine Dankbarkeit Ausdruck erweisen. Was mich auch freut, aber was mich freut, ich sage das immer wieder, ist nicht das, was du dann den ausgedachten Udo zukommen lässt. Und ich schiebe ganz kurz nur ein, ohne das zu erzählen, die kleine Geschichte, und wer hat euch Teufel losgeschickt, ist zu holen. Insider kennen dieses Beispiel. Ich sage, wer hat dich jetzt dazu veranlasst, das zu machen? Doch auch wieder ein höheres Ich in dir. Jetzt hast du mal dein rotes Ich, das eine Dankbarkeit gegenüber JCH zeigt. Der jetzt in dieser Wolke, in diesen zwei Existenzen, in der Wolke, in der Mitte dieser ausgedachten Wolke erschienen ist. Reine symbolische Bilder. Und jetzt komme ich zu dem Arzt, der hier super teure Vorträge gegeben hat, esoterisch, Astrologie, sich aufgeblasen hat, was er alles weiß, was Lügen sind. Da ist dann gange um Kabbala, gibt es also einen berühmten Kabbalisten, Frater Albertus, und er hat sich dann dargestellt, der ist dann gestorben, raumzeitliche Geschichte, hat sich dargestellt, dass er der offizielle Nachfolger ist, dass ihn praktisch dieser Mystiker erkoren hat, dass er sein Werk weiterführen soll. Und man muss wissen, dass dieses Werk von Frater Albertus ist eine reine kabbalistische Schrift mit viel Hebräisch gewesen. Und für mich hat sich dann herausgestellt, dass er nicht einmal das hebräische Alphabet aufzeichnen konnte. Aber er behauptet, er ist der offizielle Nachfolger von Frater Albertus auf der Erde. Und Arzt, das ist ein Doktor gewesen. Und dann sage ich, pass auf, als Brüssel und der Brüssel sage ich, wenn ich jetzt dir die Möglichkeit gebe, dass du wie dieser ausgedachte Jesus Menschen rein durch Handauflegen heilen kannst. Ich betone nicht gesund machen, sondern heilen. Heilen, ja. Da müsste man natürlich zuerst wissen, was der Unterschied ist zwischen Heilsein und Gesundsein. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Gesund ist das hier. Es gibt es aber nicht ohne die Krankheit. Heil ist das hier. Da bin ich oft drauf eingegangen. Du bist dann heil in Bezug auf deinen Körper, wenn du nicht an den Körper denkst. Und sobald du irgendwie eine Meditation machst, wo der Körper im Spiel ist, auch wenn du dann nicht an den Körper denkst, zum Beispiel bewusst atmest, einatmen, ausatmen, merkst du schon, dass das System schon zerbrochen ist. Das Kleine nochmal mit dazu, die freut sich bestimmt. Das ist also mal die erste Ebene, und das gilt für alles, egal solange du dir den Kopf machst. Also ich sage jetzt ganz definitiv, wenn du, hallo Kleines, ein Pixelmännchen, das in uns auftaucht, wo kommt die jetzt eigentlich her? Von irgendwo draußen? Aus dir, aus dem Internet. Und nur ein Pixelmännchen. Aus einer Datei. Okay. Wenn ich dir jetzt die Möglichkeit gebe, mit einem Wimpernschlag, mit Handauflegen Menschen zu heilen, du kriegst von mir diese Gabe, aber nur unter der Bedingung, dass du keinen einzigen Menschen, den du heilst, sagst, dass du derjenige bist, der ihn geheilt hat. Genau. Du darfst jetzt, wenn du doch sagst, ich bin ein Arzt, ich will Menschen helfen,
Das ist jetzt diese extreme Hybris in der Corona-Zeit von Ärzten. Ich sage jetzt, wenn du Arzt bist, wenn du Krankenhausdirektor bist und du hast so viel Glück, dass Solo-Feeling in dir auftaucht, dieses Selbstgespräch in dir auftaucht und du hast bis jetzt durchgehalten. Stell dich vor den Spiegel und spuck dein Spiegelbild an. Weil dann wirst du feststellen, du kannst den Beruf fast nicht mehr ausüben. Weil dir klar wird, dass du das machst, weil du Geld verdienen willst. Dass du zu den Krankheitenerfindern gehörst. Dass ich in Kleinigkeiten, was die Corona-Tests, die nicht aussagen sind, es wird jetzt immer mehr aufplatzen, aber nur, wenn du die richtige Spur wählst mit dem Joystick und die anderen gehen in die Hölle. Aber die anderen gehen nicht in die Hölle, sondern die fallen wieder in dich rein, weil du die nicht mehr denkst, die werden sich in dir auflösen. Das sind Lebensabschnittsgefährten. Die wirkliche Heilung, um das nochmal zu sagen, wenn ein Beruf, und wir bleiben in einem weltlichen Denken, wir machen jetzt einmal eine ideale Welt, vielleicht die nächste Ebene, wo ich dich hinführe, das nächste Buch, das du liest. Wir machen eine Kleinstadt, ich sage wie Weißenburg, und das Krankenhaus, das dazugehört für Beinbrüche, was halt so repariert werden muss wie an einem Auto, was kaputt geht, Unwirklichkeiten. Diese Ärzte im Krankenhaus sind Angestellte bei der Stadt Weißenburg. Der Chef ist der Bürgermeister. Da gibt es auch ein Stadtbauamt, das die Straßen macht, da gehört die Müllabfuhr dazu, dass wir halt ein schönes, angenehmes Brüsselleben haben. Und auch das Krankenhaus gehört mit dazu, wenn sich an das Bein bricht, dass den Gips kriegt, was halt so nötig ist. Reine, keine Schönheits- oder Lebensverlängerungsmaßnahmen, sondern reine Funktionsreparaturen. Dann sieht es so aus, dass wenn hier Meldung ist, es ist ideal, was die Ärzte anzustreben haben, dass der immer am Monatsende endet. Wir haben jetzt in unserem Krankenhaus bloß ein Bett belegt. Am besten ist es gar keiner da. Wir haben keine Kranken. Aber damit werden die ja sich selber wegrationalisieren in dem jetzigen kapitalistischen System. Und das habe ich vor 30 Jahren schon gesagt. Wenn ab morgen keiner mehr krank ist, wird dein ganzes Wirtschaftssystem zusammenbrechen. Weil da alles mit allem verzahnt ist. Die Apotheken werden wegbrechen, die Ärzte, die Krankenhäuser, unendliche Menge von Arbeitslosen. Das wäre das Ideal. Aber nicht, dass die jetzt dann ihren Job verlieren, weil keine mehr krank sind, sondern im Gegenteil. Sie kriegen dann sogar noch mehr Gehalt, weil sie das perfekt erfüllen, was sie zu tun haben und können den ganzen Tag Golf spielen. Müssen natürlich sofort auf der Matte stehen, wenn wieder irgendein Fall ist, dass den dann behandeln müssen. Das ist jetzt genau gespiegelt zu deinem jetzigen System. Es ist immer noch ein raumzeitliches System, aber ich will dir nur zeigen, wie viele Möglichkeiten da offen sind. Und der Corona-Warn in Zahlen, ich mache jetzt, wenn du in die Zeitung gehst, jetzt natürlich hängt davon ab, wenn du das Video anschaust. Immer jetzt. 550.000 Impfdosen. Okay, wir machen das still mal ganz kurz durch. Wir wissen aus Medien heraus, dass ein Arzt, der das spritzt, ich sage mal im Schnitt plus, das ist ja nur das, was der Arzt jetzt ausgedacht, der sich das nicht raussuchen kann, dass wir das uns jetzt so denken. Aber ich will dir nur zeigen, wo das hinführt, wenn du mal ein bisschen weiter denkst und nicht nur geistlos einseitig nachplapperst, dass dieser Arzt, der das spritzt, bar 20 Euro am Wochenende ein bisschen über 30 Euro kriegt, dass der Impfstoff selber ja auch noch was kostet. Ich sage jetzt, wir haben 550 Millionen Impfdosen und das musst du jetzt mal 50 nehmen, und dann kriegst du den Betrag, was dem Steuerzahler dieser Spaß kostet. Das ist jetzt nur das Impfstoff plus das Impfen. Jetzt machst du das Ganze, wenn du weißt, was ein Test kostet. Und da war jetzt ein schöner Bericht hier von dem PCR-Test, wie weit uns Österreich voraus ist. Wie die in kürzester Zeit eine perfekte Logistik, eine Firma, ein Massenmonster an Testzentrum hingestellt haben für Millionen und Abermillionen von Euro. Steuergelder. Wie perfekt die PCR-Tests, diese Massentests in Österreich funktionieren, wo wir ja in Deutschland wieder nadellos hinten nachhängen. Was passiert jetzt, wenn sich jetzt herausstellt, dass die Tests bloß heiße Luft sind? Da bricht die ganze Industrie, diese ganzen Milliarden zusammen. Es ist ein Pulverfass von Hirngespinsten, wo du einfach sagst, Cut. Cut, was ist jetzt da? Gedanken. Ich werde dir zeigen, wenn wir das weitergehen, wenn du genau bist, dann zerreißt deine materialistische Weltvorstellung, die ja hundertprozentig sicher nur aus ständig wechselnden Momenten im Hier und Jetzt kap, was ist jetzt eigentlich da? Jo. Das ist nur das, was du denkst. Und du bist der Einzige, der das erlebt, was er denkt. Kein anderer. Und jeden Menschen, den du denkst, der entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst.
Und er wird genauso sein, wie du ihn denkst. Ich rede jetzt zu einem Geist, rot gelesen, nicht zu irgendeinem Gedanken. Also ich erkläre es jetzt nicht den, an den du Geist denkst, wenn du an dich selbst denkst. Du denkst dir nicht nur dich selbst aus, sondern auch alles andere. Aber von all den Sachen, die du in dir ausdenkst, existiert im Jetzt immer nur das, was jetzt da ist. Und es wird im selben Jetzt, immer jetzt, wieder in sich zusammenfallen. Und wo haben wir angefangen? Dabei. Hier, Flächenwelt. Hier. Jo. Dieser Punkt, den man jetzt in allen Richtungen machen kann. Wir können ja nicht nur von hier das in der Raumkrümmung, sondern auch das nach oben holen oder das von unten nach oben holen. Das ist die Kamera Obscura. Was das für eine Vereinfachung von einer Vereinfachung von einer Vereinfachung ist. Und wenn ich jetzt Quantenmechanik, die Zahlen oder in die Chemie reingehe, du wirst von mir nie hören, dass irgendwie eine Seite zeigt, wo ich behaupte, dass da irgendwas nicht stimmt. Bis hin, dass ich dir jetzt was erzähle, dass wir aus den Buchstaben Zahlen machen, in einer unendlichen Vielfalt, weil jeder Buchstabe ja wieder eine Spiegelung ist. Von Spiegelungen. Diese grobe Symbolik. Das ist das neue Weltbild, das du jetzt schon erahnen kannst und wo du dir in deinem jetzigen Leben eigentlich gar nicht deinen kaputt machen, zerbrechen musst, was ja aber die Ursache des Träumens ist. Das ist ja nichts Negatives. Sondern was Positives, was wir ja wieder austauschen können. Ob ich jetzt sage, negativ, minus, getrennt, ich denke mir was aus, dann trenne ich das von mir ab. Du hast das, was du hast. Genau. Achte mal auf das Wort hassen. Doppel-S, scharfes S. Du hast das, was du hast. Du musst etwas hassen, um etwas zu haben. Du musst es von dir abtrennen. Aber sobald du dann das wieder zu einem Plus machst, dass du dich verbindest, das ist die Vorsilbe-N. Ja. Was übrigens auch in einer anderen Form dann etymologisch ahnt ist. Eine Antwort ist ein Entworten. Wenn du jetzt die Wörter im Hebräischen für ahnt, die Antwort und die Frage, das Wort Fra, wir haben unser Fragebogen, das Weilet, das Wilde, Weilet, das doppelt aufgespannte Kind, sehr wenig Körper, Denker und Ausgedachtes gleichzeitig. Jetzt haben wir es natürlich mit einem ausgedachten Denker zu tun, mit einem ausgedachten träumenden Geist. Wer denkt sich das aus? Ja, ich. Und wer denkt mich aus? Ja, ich. Ich vom Bücherregal denke just einmal mich als Leser und du denkst dich als Figur in deinem Traum. Just einmal als Mensch, als Programm, als Intellekt und dann als Figur in deinem Traum. Das ist ganz einfaches Deutsch und ich sage, rein der Intellekt eines 13-Jährigen, gib mir dieses Kind 2 Tage und er hat es komplett verstanden, weil der noch nicht zugemüllt ist mit Ängsten und dem ganzen Zeug. Und wenn wir jetzt diese BCR-Test, die man natürlich auch wieder schön anschauen kann, das hast du nämlich im Lamm. Ich muss nur wissen, dass ich das C natürlich auch als K setzen kann. Zentrum, Kendron, K-Laut und Z-Laut. Diese Lautwandlungen nennt man das. Das dann im Lamm, La, MM, im Lamm, in dem doppelt aufgeschmissenen. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Und ich mache das alles für dich, du musst nichts tun, du musst nur lernen, von nichts und niemandem, was in dir auftaucht, Acht zu haben und dich über nichts mehr aufregen. Das ist nämlich, wenn sich in dir was regt, Regen, das ist es Murren. RGN. Wenn sich in dir was regt, dann ist es ein Merken, ein Murren und ein sich Beklagen, solange du einseitig denkst. Anstatt dich darüber zu freuen, dass du die Fehler im Führerscheinprüfungsleben jetzt immer mehr erkennst. Wenn wir zum Beispiel statt PCR-Tests jetzt, ich sage mal, Hepatitis C-Tests machen würden. Ich zitiere aus der Apothekerzeitung. Jetzt kommt dieses Geldverdienen. Angst machen und nochmal Angst machen. Und auch wenn du ein Politiker oder ein Arzt bist, du bist letztendlich, wenn du mich jetzt sprechen hörst, ein Geist. Und du wirst es bitter böse bereuen, wenn du jetzt nicht umschwenkst. Du musst von Paulus zum Saulus werden. Die Geschichte von Paulus zum Saulus, das ist ja einer, der Christen verfolgt hat, der eine Steinigung beigewohnt hat und das als gut empfunden hat. Und dann bin ich in ihm, in einer Wolke, das wird nicht genauer definiert, an mehreren Stellen in diesen Evangelien bin ich in ihm erschienen, so wie ich jetzt als Pixelmännchen in dir erscheine. Was das in einer Wolke heißt, das haben wir gerade angeschaut. Einfach nochmal anhören.
Auf jeden Fall, du musst vom Paulus zum Saulus werden. Wenn ich jetzt sage, wir würden jetzt Hepatitis-Tests machen, ich zitiere die Apothekerzeitung, bitte mach mich nicht fest an die Zahlen, dass ein Großteil der Bevölkerung diesen Virus in sich trägt, den übrigens noch nie einer gesehen hat, das ist Makrokosmos. Jeder äfft es geistlos nach. Ich glaube, es waren ein paar 70%. Und dass der extrem gefährlich ist und die meisten das gar nicht wissen, dass die diese Atombombe in sich rumtragen, diese tickende Zeitbombe. Und sie müssen unbedingt zum Arzt gehen und sich testen lassen, dass man rechtzeitig mit Medikamenten da vorher was macht, dass der nicht ausbricht. Das heißt, man hätte jetzt statt Corona-Tests auch Hepatitis C-Tests machen können, dann würde hier die Hölle los sein in deiner Welt. Oder Diabetes, dasselbe in Grün. Ihr müsst euch unbedingt testen lassen. Du weißt ja noch gar nicht, ob du dieses Diabetes, dieses auseinandergeschmissene Haus in dir trägst. Genau. Weil Diabetes heißt ein auseinandergeschmissenes Haus. Genau. Du musst dich testen lassen, dass man rechtzeitig mit Medikamenten, die du kaufst für Geld, das ist das System deines Kapitalismus, deines todbringenden Verbrechens. Also gut, du fängst an zum Mund, dich zu beklagen. Das heißt, du fängst an, dich über etwas aufzuregen. Ganz interessantes Wort, ne? Jetzt kann man natürlich hier dieses Regen ist Geschen. Das hast du auch verwirklichen. Jo, nicht verwirklicht. Was für ein schöner Zufall, oder? Dieser Regenguss ist das hebräische Wort für verwirklichen und in die Tat umsetzen. Jo. Weil du nämlich alles, was du glaubst, auf deiner Verabrille auch verwirklichen kannst, auch vor die Krankenhäuser und Kriege. Übrigens, schau mal her. Die rote 4. Hüben 3 und drüben 3. Die rote 1. Welt plus 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 minus 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 plus. Okay, jetzt ist natürlich das ganze Spiel, dass du dich an gewisse Regeln halten musst. Berechne die Welt. RGL, das sind die Regeln. RGL. Jetzt landest du in Polaren ein. Polarität ein. Vorhergehende Selbst. Gespräch anhören. Das ist auch der Fuß. Da haben wir wieder ein FU, aber jetzt lassen wir es wirklich gut sein. Ja, was machst du so lange? Ups, jetzt, wie komme ich jetzt da wieder zurück? So, Etzer. Genau. Ein kleiner Einstieg in Holophil. Jetzt ist natürlich das Spiel, wenn du das relativ neu beginnst, das sind natürlich jetzt extrem alte Hasen, allen voran, die das über 20 Jahren teilweise schon studieren, ist es so an den Film Memento denken. Interessant, Memento, Christopher Nolan Film. Christopher. Ich habe heute schon unser Interstellar angesprochen, mit der Raumkrümmung, mit den Wurmlöchern und natürlich allen voran Inceptions. Was übrigens ja nur ein anderes Wort ist für Pierre Rochette. Inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde. Das ist ein neues englische Wort dafür. Traum in Traum in Traum in Traum. Und habe ich im letzten Selbstgespräch nicht gesagt, dass egal, wen du dir jetzt ausdenkst, egal welchen Wissenschaftler, er entsteht, weil du ihn denkst und er wird das entdeckt haben und gesagt haben, was du denkst, dass er getan hat. Es ist eine Figur in deinem Traum, die von dir erschaffen wird. Und egal, welchen Philosophen du dir in die Vergangenheit denkst, er entsteht hier und jetzt. Grundlage ist immer das Wissen, das du wiederum von mir bekommst. Und jeden Musiker, ob das ein Mozart ist oder ein Beethoven, den du dir jetzt ausdenkst, was du dem zusprichst, was für Kompositionen er erschaffen hat. Oder welche Texte er komponiert hat. Jeden Schriftsteller, den du dir ausdenkst, sie entspringen alle aus dir und die machen das, weil ich sie dir ausdenken lasse. Du bist mein Schreibstift, ob du jetzt Volker Harnisch bist und die Zeichnungen magst, die wir gerade gesehen haben, die sind nahezu alle, fast alle vom Volker, der sich hinsetzt. Oder die Andrea mit ihren einfachen Büchern und jetzt auch unsere Irene schreibt ganz, ganz tolle Sachen, weil die jedes einzelne dieser Selbstgespräche komplett auf eine neue Art und Weise, ich stelle mal eins rein als Alternative, dass du das siehst, das letzte Selbstgespräch von der Irene aufgearbeitet. Ich zitiere aus meinem Sefer Maimonides. Das ist eine alte kabbalistische Schrift. Wenn du von morgens bis abends den Tenach studierst, ich nenne jetzt das modern Holofeeling studierst,
wird dich der Tod nicht finden und du wirst von morgens bis abends genügend da sein. Ich werde dann irgendwelche Brösel auftauchen lassen, die dich unterstützen oder sonst was, aber es wird dir relativ gleichgültig sein, weil du gar keine Zeit dazu hast. Du gehst vollkommen in dieser neuen Art von Weltvorstellung auf. Und du wirst von morgens bis abends, wird es an nichts mangeln, was essen und trinken, was Trockennasenaffe prinzipiell braucht, und du wirst auch gar kein großes Interesse haben an irgendwelchen anderen Sachen. Ich sage immer, um glücklich zu sein, als Trockennasenaffe, als Mensch, benötigst du zuerst drei Sachen. Wenn du einen Durst hast, brauchst du was zum Trinken. Sonst fühlst du dich nicht wohl. Das Problem stellst du mit einem Wasserhahn ab. Wenn du einen Hunger hast, brauchst du was zum Essen. Und ich werde dir zeigen, das jetzige ausgedachte Hartz IV, diese paar Euro, kannst du dich wundervoll, mit 5 Euro am Tag kannst du dich absolut satt machen. Und sogar relativ gut geschmacklich. Und im Winter brauchst du irgendein kleines Loch, wo du reinkriegst, dass dir der Arsch nicht abfriert. Und wenn diese drei Grundbedingungen erfüllt sind, gibt es keinen Grund, rein körperlich gesehen unglücklich zu sein, außer du lässt dich Curry machen von einer Werbeindustrie, die dir einen Scheiß nach dem anderen einredet und du jetzt meinst, du kannst ohne das nicht mehr existieren. Betonung liegt auf Tiere. Und jetzt alter Satz vom Udo, wenn du jetzt so, wie du dir deine Welt ausdenkst, die Hungernden und die Armen in die Welt denkst, wenn du in deinen Internet Seiten aufmachst und aufgrund dieser Worte und Bilder schlichtweg nur Illusionen, Pixelmännchen, die hungernde, leidende Menschen ausdenkst, dann sollte dir klar sein, dass zur Zeit von deiner ausgedachten Welt fast 70% dieser Bevölkerung sich alle 10 Finger abschlecken würden, in Deutschland mit einem Hartz-IV-Empfänger zu tauschen. Der natürlich jetzt auch immer mehr, das Sozialsystem liegt komplett runter. Aber das Schöne bei Holofeeling, dass es gar nicht mehr um diese Menschen da außen geht. Es dreht sich alles nur um den einen Geist, der träumt. Alles andere sind Märchenfiguren. Es sind Figuren in einer Geschichte. Jo. Das sind auch die, die jetzt im Krieg gefallen sind bei Stalingrad. Es ist der Hitler und es ist der Scholz und der Putin und der Trump und der Udo Petscher und der Folger. Es sind nur Figuren in deinem Traum. Mhm. Ja. Hey, sogar der, an den du jetzt denkst, wenn du an dich selbst denkst. Ja. Der auch nur dann da ist, wenn du ihn denkst. Merkst du, mit diesem Ich bin du meine ich was ganz was anderes. Und dann kann ich die Verwandlung in dir einleiten, wenn du das akzeptierst. Das ist ein ganz intimer, ein wundervoller in time. Ein intimer in time, in der Zeit, in augenblicklichen Erscheinungen lebender Akt. Das plötzlich wie aus dem Nichts aus dir herausbricht, was vollkommen neu ist. Pri. Chetty. Ja. Hat man schon, Udo. Ich weiß. Bloß definitiv dir was zeigen, wenn du ein bisschen mit den Rot-Blau spielst. Das ist nämlich dieses Pri, das was aus dir ist, die Genesung, die Vollkommenheit. Es wird jetzt nämlich für dich vollkommen klar, alles ist der Schöpferkopf. Es wird für dich sicher, dieses bewusste Ich ist der Erwachte. Das ist die Vollkommenheit. Was übrigens auch mein Sohn in meinem Sohn im Kopf Gottes heißt. Die Gesundheit, die Vollkommenheit, wenn es aus dir herausbricht. Und jetzt diese Schrecken, die du jetzt hast, musst du nicht negativ lesen. Weil dieses ist eine Kollektivdasein in dir selbst und diese Schrecken, Shin-er, das ist der Kopf der Schöpfer Gottes, der Logos-Kopf. Und um ihn herum sind Ecken und diese Ecken sind nur Spiegelungen von uns selbst. Facetten von Facetten von Facetten. So einfach ist es. So, jetzt lassen wir es gut sein. Jetzt kannst du das nochmal geben oder sein lassen. Was auch immer. Alles ist gut. Wie heißt es so schön am Ende? Dov Vera. Gespiegelt, aufgespannte Polarität, das hebräische Wort für gut. Dov und Vera. Der Augenblick auf einen berechneten Augenblick. Also ein aufgespannter, berechneter Augenblick. Entschuldigung. Oder? Und die Quelle. Dieses Ra in einem gewissen Maß, diese ist ja Freund und Feind gleichzeitig. Das Schlechte, aber das Schlecht, echt ist echt, schlecht. Shin El, das logische Licht ist vollkommen echt.
Geschlecht ik, dieses logische Licht, das dir echt erscheint im göttlichen Geist, schlecht ik. Ich kann auch ich sagen, Kaid ist wie buchstabiert. Kaid heißt wie buchstabiert. Wie legst du Buchstaben aus, Worte aus? So wie du es auslegst. Und du bekommst immer das zu sehen, was du dir selber ausdenkst. Das Problem, und das ist jetzt wirklich der absolute Einzug, der Schluss. Wie viele Sachen, die du aus dir herauslegst, die du dir ausdenkst, willst du nicht zurückhaben? Oder willst du gar nicht haben? Das entheiligt dich. Und tschüss.